Genau, aber das Thema ist, so kaufe ich meine Yacht. Think Das Bild hier differently. habe ich damals, als wir in Indiantown in Florida waren, in einem Bootsfriedhof geschossen. Das ist eigentlich so ein Boatyard mitten in Florida, das sehr beliebt ist, weil es ein bisschen im Inland halt ist. Wenn der Hurricane kommt, dann sind die Boote relativ geschützt, aber und auch relativ günstig für Florida. Aber das Problem ist, dass viele da ihre Boote dahin bringen und mal eben abstellen wollen und dann irgendwie 10 Jahre nicht wiederkommen. Und da sagte sie damals auch, da gehen die Boote zum Sterben hin. Und genau. So schlimm sehen die meisten Gebrauchboote ja nicht aus, zum Glück. Und hierum soll es heute gehen. Nach einem Einstieg begeben wir uns auf so eine Suche im Prinzip. Wie finde ich mein Traumschiff? Die Frage wollen wir uns stellen. Besichtigung und Probeschlag wird das nächste Thema sein. Worauf muss ich achten dabei? Vermeidbare Fehler beim Bootskauf, die ich eigentlich fast alle mal gemacht habe. Hilfsmittel beim Bootskauf. Ein Beispiel, was kostet der Einstieg eigentlich? Und dann noch ein zweites Beispiel, Boote bis 10.000 Euro. Das war meine Yachtgeschichte und ich habe noch ein paar Bilder davon gefunden. Siebtens, Betrugsversuche im Bootskauf. Da möchte ich Sie ein bisschen, Sie oder euch ein bisschen sensibilisieren, dass da einiges irgendwie auch schieflaufen kann. Und zum Schluss Tipps zum Verkaufen. Darum soll es gehen. So, oh, ich sehe gerade, ich bin zwar auf meinem Monitor voll drauf, aber hier muss ich mich noch ein bisschen zurechtschieben. Augenblick. Dann wird das kein Vollbild heute werden. Jetzt ist ganz drauf. Ihr kriegt gleich leider einen kleinen schwarzen Balken unten. Das lässt sich nicht verhindern. Ich stelle mich nochmal vor für die Leute, die jetzt gerade zugeschaltet haben. Ich bin Johannes Erdmann. Muss husten. Ehemaliger, Corona. nein, kein Corona zum Glück. Ich habe gerade einen Chip noch im Hals. Ehemaliger Yachtredakteur. Ich war 7 Jahre bei der Yacht. Bin heute Test- und Technikredakteur bei Boote, dem Motorbootmagazin. Ich habe insgesamt fast 7 Jahre meines Lebens auf Booten gelebt und während der Langfahrten insgesamt 5 Atlantiküberquerungen gemacht. Also ich habe schon ein bisschen was an Booten gehabt. Insgesamt 11 Schiffe, Schiffe mit Kajüte plus Jollen und Schlauchboote und alles. Die da wären, das erste Boot mit Kajüte wäre eine Atlanta Flamingo 18. Falls wer es schon mal gehört hat, das ist ein Kim-Schwerter. Das hat bestimmt noch nie jemand gehört. Kim Kieler, bloß mit Schwertern unten zum Rausklappen. Dann eine Shark 24, eine Fellowship 27, mit der bin ich erstmal über den Atlantik. Dann kam ein Warship 570, dann kam eine Amethyst 27, war kein schlechtes Boot. Jetzt muss ich überlegen, dann kam die Hurley, Ja, Hurley Hurley 22, 22. dann Ab da kam, bin ich dabei. genau, dann kam die Contest 33. Dann haben wir die Contest 33 verkauft und haben uns ein Bonga. afrikanisches, genau, ein Bongas 39, ein Eigenbau aus Südafrika gekauft, mit 2 Tonnen Teak drin verbaut und allerlei speziellen Lösungen, Steuerung vom LKW und so. Das haben wir dann verkauft, haben eine Contest Contest 33 wieder 33. gekauft. Eine Und andere aber. genau. Und dann zum Schluss den Katamaran, die Belize 43 und jetzt bin ich nur bei 10. Es hat den Grund, dass ich noch ein weiteres Schiff gekauft habe, allerdings für meinen Vater zum Geburtstag, nämlich eine ETAP 22. Zum 60. Geburtstag hat er die gekriegt. Und ich habe immer wieder alte Boote gekauft, habe die günstig gekriegt, habe die renoviert und dann weiterverkauft. Halbwertszeit für jedes Schiff war ungefähr 1,5 Jahre, so auf dem Schnitt. Ich glaube, zum längsten hatten wir die Contest 33, ne? 5 Jahre oder so. 4 Jahre, 5 Jahre, glaube ich, Jahre. ja. Ja, 4, irgend sowas, ja. Und wie gesagt, immer auf der Suche nach dem idealen Boot und vor allem halt mit wenig Mitteln halt ein gutes Schiff zu kriegen. Deshalb halt immer billige Boote gekauft und aufgemöbelt und dann leider weiterverkauft. Manchmal war der Trieb so wie beim Modellbahnbauer irgendwie mehr basteln als fahren. Naja, das letzte große Projekt, das wir hatten, war gemeinsam vor allem war die Contest 33, die haben wir mit Osmose gekauft und ja, im Originalzustand fast wie sie halt war, als sie gebaut wurde. Und haben die komplett auseinandergenommen und wieder zusammengebaut, Osmose saniert und auch Rigg getauscht und alles Mögliche angepasst und optimiert, weil wir damit auf Langfahrt wollten und sind dann tatsächlich 2 Jahre damit um den Atlantik rumgesegelt. Und dann kam dieser Katamaran, eine Belize 43, mit der wir jetzt 3 Jahre auf den Bahamas waren und dann da größtenteils Charter gefahren sind mit Gästen. Und das Boot haben wir jetzt nach Hause gesegelt. Und der war aber nicht so viel zu Genau, nee, aber machen. halt immer alles in Schuss halten und so weiter und regelmäßig warten. Und bin immer so einer, der tauscht eher schneller aus, weil unterwegs darf nichts kaputt gehen. So, jetzt muss ich einmal Jetzt ist natürlich das guter Bild. Rat Ups, teuer. genau. Jetzt fällt mir nämlich auf, dass das alles nicht so ganz. Wa? Das hast du dir so gut überlegt mit der Ecke oben links, Genau, jetzt ziehe ich aber das dahin. dann sieht man auch das Thema natürlich nicht. Nee, das macht aber nichts. Weil das sage ich dann immer. Ach so. So,
Wenn ihr, jetzt ist es aber wieder nicht bündig. Macht nichts. Wenn ihr euch entschlossen habt, ein Boot, ein erstes eigenes zu kaufen, es gibt ja verschiedene Leute, die, manche Leute sind, gehen total darin auf, Charterbootsegler zu sein und um die Welt zu fliegen, zu den schönsten Orten der Welt, da ein tolles Schiff zu übernehmen, das maximal 2, 3 Jahre alt ist und da 2, 3 Wochen halt irgendwie durch die schönsten Gegenden der Welt zu segeln. Ich war immer ein Typ, der musste sich das verdienen, irgendwo hinzufahren. Das war so drin. Ich wollte, also ich bin nicht glücklich geworden, wenn ich irgendwo hingeflogen bin, was ich manchmal für die Yacht gemacht habe und da irgendwie. Also es war natürlich fantastisch, aber so die richtige Erfüllung kriege ich erst, wenn ich ein altes Schiff gekauft habe, das aufgemöbelt, fertig gemacht und losgesegelt bin und dann da vor Anker liege und mir denke, boah, das war ein langer Weg, aber jetzt hast du es geschafft irgendwie. Das gehört dazu. Deshalb war für mich immer klar, ich brauche ein eigenes Schiff. Und das Basteln macht sowieso wahnsinnig viel Spaß. Deshalb, wenn ihr euch entschlossen habt, ich brauche ein eigenes Schiff, dann geht es natürlich los erstmal mit den, Moment, jetzt müssen wir wieder umschalten, mit den typischen Fragen, was soll es denn für ein Schiff werden? Wenn man ins Netz guckt, ist man erstmal erschlagen von Angeboten, auch in Gebrauchtbootseiten. Ich habe mal vor vielen Jahren eine Geschichte für die Yacht gemacht zum Thema, wo finde ich welche Boote und habe das richtig aufgeschlüsselt, wo man Boote bis 10.000 Euro und 8 Meter findet und so weiter und wo eher die hochpreisigen. Und habe die alle mal verglichen, auch wie, was sie anbieten, was es kostet, da zu inserieren und so weiter. Und das sind schon eine ganze Menge Börsen. Einige sind dazugekommen, einige sind weggefallen. Grundsätzlich ist bei jeder Sache immer nicht schlecht, sich so die typischen W-Fragen zu stellen. Wie willst du eigentlich segeln? Brauchst du nur irgendwas Schnelles oder irgendwie was eher Gemütliches, Bequemes? Wie willst du leben? Reicht ein Sprintersport mit Rohrkojen oder soll es halt ein halber Grassi sein, ein bisschen bequemer und schicker vor allem, halt so ja, Holzausbau und wo soll es hingehen? Reicht es irgendwie auf dem Dümmer zu segeln oder soll es um die ganze Welt gehen? Und wann willst du kaufen? Ob jetzt oder eher später, also längerfristig sparen und vorher erstmal Erfahrung sammeln durch Chartern zum Beispiel oder eventuell einen Kredit aufnehmen, um das Boot zu kaufen. Denn, und natürlich die Frage, wie dick ist das Sparbuch? Denn mit der Anschaffung ist natürlich nicht getan. Ich habe mal so ein bisschen aufgestellt, was unsere Boote gekostet haben, die letzten beiden. Die Contest 33 an der Ostsee, da hatten wir so 2 Sommer liegen, hat damals gekostet, also es ist ein 10 Meter Schiff, klassischer Riss. Man berechnet ja für die Liegegebühren meist Grundfläche, also Länge mal Breite. Und da kam das ja zusammen. Wasserliegeplatz im Sommer 1200 Euro etwa. Winterliegeplatz in der Halle war ein bisschen teurer mit Kran und allem 1500. Versicherung hat etwa 400 Euro gekostet, Vollkasko. Betriebsstoffe 200 Euro Sprit etwa. Zubehör und Wartung, also Sachen, die irgendwie kaputt gehen oder ja, irgendwie man möchte sich ja mal ein bisschen basteln und irgendwas erweitern am eigenen Boot, sich persönlich herrichten. Und dann 1000 Euro und dann sonstiges 500 Euro etwa. Da macht unterm Schnitt im Jahr 4800 Euro. Da war ich echt überrascht. Weil es geht halt übers Jahr immer so, man überweist das dann halt mal. Ne? Und, was ist denn Sonstiges? Sonstiges sind alle möglichen Sachen, ja, Pinsel, Verbrauchsmateriale und alles Mögliche, was anfällt. Bei der Belize war es ein bisschen krasser, weil wir sind ja damit beruflich unterwegs gewesen, Charter gefahren und so weiter. Wasserliegeplatz in den Bahamas hat im Jahr etwa 9.600 Euro gekostet. Das war natürlich eine Menge Kohle, aber wir mussten halt immer nur die Gäste an Bord nehmen und genau, Hurricane-Lager in den USA haben wir etwa 2.500 bezahlt im Jahr. Versicherung als Charterboot mit Zusatzversicherung 4.500 Euro. Betriebsstoffe etwa 850 Euro Diesel, der ist ja relativ günstig. Zugehör und Wartung, da mussten mal die Segel erneuert werden irgendwann und so. Und naja, alles zusammen 24.450 Euro. Das ist natürlich als Privatmann eine Menge Kohle. Das ist so ziemlich, was ich glaube ich netto mal verdient habe früher, als wir mit der Contest unterwegs waren. Genau. Naja, also im Prinzip als Privatmann nicht so richtig zu machen. Wir haben natürlich mit dem Boot Geld eingefahren und so war das okay. Grundsätzlich sagt man, und das passt dann wieder auch ganz gut, dass die jährlichen Kosten für so ein Boot etwa 10% des Wertes sind. Und bei der Contest waren das jetzt 24.000 und das Boot ist so 240.000, 250.000 wert etwa. Bei der Belize meine ich, bei der Contest passte es anfangs noch nicht, weil das Boot natürlich sehr günstig war. Aber grundsätzlich passt das in etwa. Der Annoncen-Geheimcode habe ich mal geschrieben für die Yacht, für eine Gebrauchtbootgeschichte und habe mir ja da Gedanken gemacht. Mir ist aufgefallen, bei vielen Gebrauchtboot-Annoncen findet man immer wieder irgendwelche Phrasen, die immer wieder auftauchen, Floskeln halt. Ne?
Und habe dann versucht, das zu entziffern, was das eigentlich mal, also was das eigentlich bedeuten könnte, wenn man das so liest. Liebhaber, hier, Kati noch mal kurz zu Theo, der schreit gerade, der ist gerade im Bett. Liebhaber gesucht könnte ungefähr so was heißen wie: Das Schiff ist viel zu teuer und nur schwer an den Mann zu bringen. Mit Pütt und Pann heißt vielleicht so viel wie: Das Schiff wird mit all den Dingen verkauft, die sich in den letzten 30 Jahren angesammelt haben. Wenig genutzt könnte auch heißen: Am Steg festgewachsen und vernachlässigt. Wie neu, aufgehübscht. Liegeplatz Mittelmeer, ausgekreidet, rostig und vergilbt. Ideales Familienboot könnte heißen: Lahme Ente. Bitte nur bei ernsthaftem Interesse anrufen, heißt so viel wie: Mein Boot ist kein Erlebnispark für Träumer. Langfahrt erprobt, unter Umständen durchgesegelt. Preis auf Anfrage: Hab mir noch keine Gedanken gemacht, weil der Verkauf eh hoffnungslos erscheint, oder der Preis ist so hoch, dass es mir peinlich ist, ihn zu nennen. Zum Liebhaberpreis: Nur weltfremde Schwärmer zahlen so viel. Überkomplett ausgestattet: Das Schiff wurde wie eine Modelleisenbahn behandelt und ist komplett verbastelt. Schiff mit Potenzial: Viel Geld und Arbeit sind nötig, bis es fertig ist. Anteilseigner gesucht: Wer würde gerne den Unterhalt meines Schiffes bezahlen? In Charter gelaufen: Möglicherweise ein Bastlerobjekt. Bastlerobjekt könnte heißen so viel wie Schrott. Für Individualisten: Menschen gesucht, die keine sozialen Kontakte und kein wirkliches Leben haben. Teil ausgebaut: Das Schiff hat meine Ehe gekostet und jetzt ist deine dran. Oder aber ein Kasko, der vor dem Neuausbau erst komplett entkernt werden muss. Eigenbau: Ein Schiff voller individueller Besonderheiten, die keiner außer dem Erbauer selbst versteht. Eigner gepflegt: Voreigner hat lieber alle selbst gemacht, anstatt fachkundige Handwerker zu beauftragen. Gelegenheitspreis: Viel zu teuer. Nur Süßwasser, Achtung, Osmose. Soweit. Ist natürlich nicht immer so, aber ja, man könnte doch sein manchmal. So, jetzt begeben wir uns auf eine Besichtigung und gucken uns ein paar häufige Schwachstellen an. Wir haben nur ein Schiff gefunden, irgendwo im Netz oder bei eBay oder wo auch immer, was auch im Netz ist, und haben einen Termin vereinbart und fahren dahin und sehen das Schiff entweder im Wasser liegend oder in der Halle stehend und wollen uns das mal ein bisschen genauer angucken. Es fängt an mit dem ersten Eindruck. Und man kommt an Deck, sieht das Boot das erste Mal vom Nahen. Auf Fotos kriegt man eher so einen Gesamteindruck und naja, natürlich nur die schönen Seiten, die Fotos, die man erst kriegt. Wenn man dann so ein bisschen genauer guckt, dann fallen natürlich so ein paar Gelcode-Stellen auf. Mein Manuskript hier, weil ich kann mir das nicht alles automatisch merken, immer. Gelcode, Schrammen und Macken bleiben einfach bei so einem 40 Jahre alten Boot nicht aus. Unser Contest 33, selbst bei unserer Belize, die jetzt 20 ist, da gibt es alle möglichen Macken, weil mal irgendwo der Anker an Deck gefallen ist oder Spinnakerbaum oder ja, irgendwer da was runterfallen lassen hat. Oder halt Spannungsrisse, da kommen wir gleich noch zu. Das ist in den meisten Fällen nichts Schlimmes. Man kann das ganz gut ausbessern oder es einfach so lassen. Selten dringt da Wasser ins Laminat ein und schafft irgendwelche Schäden oder sowas. Wenn Spannungsrisse an Stellen auftauchen, wo immer wieder Beanspruchung ist, wie zum Beispiel Relingstützen. Bei unserer Contest war das zum Beispiel so, man sieht das hier auf dem nächsten Bild ganz gut, ja, so ein bisschen zumindest. Da sind so ein paar Haarrisse rund um den Bolzen. Die kommen daher, weil das Boot früher in Holland war und ich wette, dass irgendwie mal beim aus der Schleuse rausfahren, da so ein Klemmer gefahren wurde, ein klassischer Klemmer. Der Fender hing irgendwo hinter der Leiter noch oder beim Anlegen oder was auch immer und dann reißt es einmal kurz an der Relingstütze und da sind dann so spontane Beanspruchungen und da bricht dann halt oft das Gelcode, vor allem wenn es schon 30, 40 Jahre alt und entsprechend spröde ist nach all den Jahren in der Sonne und da wenig gewachst wurde. Und das ist vollkommen okay. Man sollte allerdings gucken, wo diese Spannungsrisse sind. Wenn die rund um Püttinge sind, was ich auch schon oft gesehen habe, bei unserer Contest auch, dann kann das ziemlich gefährlich sein, weil das ist eine Überbeanspruchung dann. Bei der Contest waren die U-Bolzen einfach durchs Deck gesteckt. Also Püttinge waren einfach U-Bolzen, keine Abfangen unten aufs Schott oder sowas, sondern die waren einfach durchs Deck gesteckt und da war eine größere Edelstahlplatte drunter geklebt. Und mit der Zeit wurde das Deck weich, kommen wir auch noch zu. Und das Ding fing mit der Zeit an zu wippen, weil immer wieder das Rigg halt bei Windeinfall immer wieder dran gezogen hat im Prinzip. Und da war eine Überbeanspruchung. Und da mussten wir natürlich ein bisschen aufpassen, haben das dann geändert, haben uns neue U-Bolzen gekauft und die Platte gelassen, noch vergrößert und dann mit dem Wandenspanner unten aufs Schott abgefangen, dass die Belastung nicht allein auf dem Deck hängt. Und das haben wir bei der Hölle 22 auch gehabt. Da wurden einfach so Rüsteisen im Prinzip nicht von außen reingelascht, sondern also
Edelstahlleisten mit dem Loch oben drin im Prinzip auf ein Stück Holz geschraubt, einen Schlitz ins Deck gemacht, von unten durchgesteckt, sodass man oben das Wand festmachen konnte. Und der Holzklotz mit dem Ding wurde an die Außenwand laminiert. Und das ist natürlich gefährlich. Also das, weil von oben kommt dann irgendwann, spätestens nach 30, 40 Jahren, Regenwasser da rein, das kompostiert das Ganze und dann kann das rausreichen. Rausreißen. Blasen an Deck lese ich gerade. Tatsächlich, das war Osmose an Deck. Das hat man nicht so oft. Ich meine nochmal, ich dachte, ich habe. Nachher kommt noch ein anderes Bild, glaube ich. Das hatte ich schon bei zwei Booten. Passiert oft, wenn die Boote eingeplant sind und sich Schwitzwasser drunter bildet, dann kann sich auch Osmose an Deck bilden. Das ist halt so eine sumpfige Atmosphäre dann. So, Dichtung, Fensterdichtung und so. Also wenn das Boot 30, 40 Jahre alt ist, dann muss man die irgendwann mal neu einsetzen. Das ist manchmal gar nicht so schwierig. Wenn man einfach den Rahmen runternimmt, kann man dann meist mit dem Cuttermesser die alte Dichtung rausschneiden, die Scheibe rausnehmen, die mit einer Rasierklinge oder am besten so einem Vignettenschaber. Da könnt ihr jetzt in Österreich und der Schweiz richtig Geld mitmachen, wenn ihr die an die Segler verkauft. Mit dem Vignettenschaber die Dichtung darunter schieben und das neu einsetzen und den Rahmen wieder rüber und so weiter. Wenn allerdings... was wir auch bei manchen Booten schon hatten, oben bei so einem Decksluke im Prinzip, da sind die Plexiglasscheiben auch meist nur mit dichten Masse in den Rahmen eingeklebt und wenn die irgendwann raus sind, dass die sind schwer wieder rauszuholen und neu einzusetzen. Also da ist dann meist ein neues Luke fällig und das kann dann ins Geld gehen. Rad und Pinne natürlich angucken, ob Spiel in der Übertragung ist. Das sollte nicht sein. Wenn ein bisschen ist, dann kann das noch so über die Drahtseile meist ein bisschen nachgestellt werden bei einer Radsteuerung. Oder bei uns, wir haben eine Dyneema- oder Spektra-Übertragung sogar an Bord auf dem Katamaran. Bei der Contest war es allerdings so, dass dass der Ruderarm, und das sieht jetzt sehr rostig aus, weil da noch auf den Ruderarm oder auf dem Ruderquadranten noch so ein Zahnring aufgeschweißt war und der war aus minderwertigem Material. Und da lief ursprünglich mal eine Kette zum Autopiloten, also zum Elektromotor. Das Ding war ziemlich rostig. Aber das Teil, was oben auf der Welle steckt, das sieht man hier ganz gut, das war bei uns total ausgeschlagen. Und wir konnten im Cockpit sitzen und das Rad 10 cm zu jeder Seite bewegen. Und unten am Ruder ist nichts passiert. Also das mussten wir machen dann. Haben den Arm da runtergenommen, haben da was aufschweißen lassen, haben das Ding richtig heiß gemacht, auf 300 Grad gebracht oder so. Dann dehnt sich das Metall halt ein bisschen, dann möglichst schnell halt rüber über die Welle. Dann zieht sich das wieder zusammen und das saß dann bombig fest. Genau, hier ist das Bild nochmal mit der Osmose an Deck. Ist allerdings ein Bild für die Deckstruktur. Moment. Meiner Zettelwirtschaft hier, damit ich nichts vergesse. Genau, Deckstruktur angucken. Erstmal die Oberfläche natürlich, wenn hier so Osmoseblasen sind, ist das blöd. Und mal über Deck laufen natürlich und gucken, ob es knarzt oder knackst. Das muss nichts Schlimmes sein. Manchmal ist es auch nur das Deck, das oft bei alten Booten gerade Massivlaminat ist und das liegt halt irgendwo auf dem Schott auf. Und klar, da war mal irgendwann eine Dichtung dazwischen, so ein Gummi im Prinzip. Die lösen sich mit den Jahren manchmal auf oder werden irgendwie, weil immer wieder Leute drauf rumlaufen, drücken sich zusammen und kommen dann nicht wieder hoch. Und wenn das Deck dann belastet wird, dann knarzt das manchmal. Also wenn das Hauptschott ist, also direkt an der Stelle, wo der Schott ist, dann ist das nichts Schlimmes. Es kann aber auch ein Zeichen von Delamination sein, gerade wenn es ein Sandwich-Deck ist. Manchmal kommt dann durch Drecksbeschläge, da wo eine Schraube drin sitzt oder sowas, da kommt Regenwasser rein, dann kompostiert das Ganze. Ich habe mal einen kennengelernt, der hatte das Problem und musste sich dann immer so tellerförmige Flächen aus dem Deck raussägen, richtig, um das dann einen alten Balsakern rauszuholen, das wieder aufzulaminieren. Und das war ziemlich mühselig. Deshalb das unbedingt vorher angucken. Hier sieht man es nochmal ganz gut gegen das Licht. Das war also auch nicht so richtig gut. Genau. Wir haben mal ein Boot angeguckt. Da konnten wir im Cockpit bestimmt 2 cm ins Laminat, na, oder 1,5 cm ins Cockpit einsacken im Prinzip, weil das so weich war, das Ding. Das war ein sehr, sehr leichter Bau. Und also Boote werden schon weich irgendwann. Deshalb ruhig mal ein bisschen angucken. Da ist gerade wieder. Genau, hier ist das Boot. Das war relativ weich. Sprayouts halten im Normalfall so 10 Jahre. Deshalb, wir haben die nach 10 Jahren nochmal nachnähen lassen. Meist lösen sich dann die Nähte bloß auf. Das Material lässt auch Feuchtigkeit durch. Das kann man danach imprägnieren. Aber irgendwann ist natürlich dann mal Zeit. Und wenn die Sprayer 10 Jahre alt ist, wird es irgendwann mal Zeit zum Austauschen. Decksbelag. Meistens sind ja so eine Noppenstrukturen da drin. Die sind schon in der Form drin, häufig zumindest. Da wird Gelcoat reingespritzt.
dann halt drüber laminiert, und wenn die aus der Form kommt, dann, und man das Ganze umdreht, dann hat man halt aus der Negativform diese positiven Noppen. Die sind allerdings aus Gaycode und tragen sich mit den Jahren, vor allem bei häufiger Benutzung und bei Charterbooten, ab. Auf dem Katamaran haben wir auch so eine Spur im Prinzip von den Badeplattformen hoch ins Cockpit rein und dann zur Tür. Kann man so richtig von der Seite verfolgen, wenn die Sonne flach steht, sieht man richtig, wie das abgelatscht ist. Und naja, da ist irgendwann nichts mehr zu machen. Man kann natürlich, also die kann man nicht wieder draufsprühen oder draufkleben oder sowas, die sind einfach ab dann, die Noppen. Und man kann natürlich andere Sachen aufbringen, wie zum Beispiel einen Treadmaster-Belag oder irgendwelche Klebedecksbelege. Bei uns auf dem Katamaran kommt jetzt so ein künstliches Teak drauf an die Stelle. Das kann man auch ganz gut machen, sieht natürlich auch schick aus. Und was wir auf der Contest benutzt haben, war Kiwi Grip. Das war auch echt super. Das lässt sich verarbeiten. Also wir haben erstmal die alte Deckstruktur, das ist ja genau das Bild, runtergeschliffen Komplett und runter. alles, genau, alles komplett runter, bündig, und haben das, wo jetzt das Graue ist, im Prinzip abgeklebt und haben die Dose Kiwi Grip aufgemacht. Das verarbeitet sich wie so eine dicke Wandfarbe im Prinzip. Also dünner als eine Spachtelmasse, aber halt dicker als eine Farbe so ein bisschen. Und das klatscht man mit einem großen Pinsel, haben wir es gemacht, immer dann rauf auf die abgeklebten Bereiche und verteilt das schön. So ein paar, ja, Zentimeter dick fast, und geht dann mit einer strukturierten Rolle darüber, und damit bringt man die Deckstruktur da richtig ran. Innerhalb von ein paar Stunden kann man Klebeband abziehen, und dann sieht das super sauber aus und ist total rutschfest. Und die sagten, was haben sie gesagt, 1000 Tage oder so, glaube ich. Also wenn man auf Weltumsegelung Wahnsinn. ist, dann müsste es gerade so klappen. Und das Schöne ist, wenn was kaputt ist, bei uns war damals Spinnakerbaum an Deck, irgendwie am Scheuern und so, und da war das halt runtergescheuert. Und man klatscht da wieder was rauf, rollt wieder mit der Rolle rüber, und das sieht so aus, als wäre nichts gewesen. Ja, es sind natürlich Farbunterschiede, aber das gleicht sich relativ schnell an eigentlich. Ja. Einziger Nachteil ist, es lässt sich manchmal ein bisschen schwer sauber machen. Da waren wir allerdings blöd, wir haben das Boot am Deich liegen gehabt und die Leute sind eben mit Matschschuhen über den Deich gelaufen und an Deck gekommen, und da war natürlich Erde und Dreck drin. Und das war schwer wieder sauber zu kriegen, denn. Und Sonnencreme. Genau, Sonnencreme, dann wird das gelb. Das Ja. ist aber, Deshalb glaube ich, bei. am besten das Graue Ja. nehmen. Decksbelag, dazu gehört natürlich auch ein Teakdeck. Wir haben damals die Contest von einem Makler gekauft, der sagte, es gibt nur zwei Orte, wo Teakdeck schön ist: auf der Bootsmesse und auf dem Nachbarschiff. Ansonsten ist das nur Ärger. Und gerade, also wenn es neu ist, das Schiff ist natürlich was anderes, aber gerade wenn es ein bisschen in die Jahre kommt, kommt darauf an, wie es verlegt ist. Wenn die Leisten einzeln an Deck geschraubt sind, dann läuft da meist irgendwie entweder durch die Bohrlöcher Wasser rein oder die Dichtmasse löst sich. Und wenn es dann noch so ein eigener hatte, das Schiff, der das Deck jeden Winter geschliffen hat, damit es immer schön frisch aussieht und so weiter, dann ist meist am Ende des Bootslebens oder da spätestens, wenn Sie es kaufen wollen oder ihr es kaufen wollt, dann nicht mehr viel da. Deshalb auch da gucken, ob die Teakfropfen aus dem Deck kommen. Also wenn man die Schraubköpfe schon sieht, dann weiß man, das Teakdeck ist schon extrem runtergeschliffen und da ist nicht mehr viel zu machen. Nur das Teakdeck komplett tauschen. Und das kostet natürlich bei so einem kleinen Boot auch schon eine ganze Menge Geld. Da ist dann die häufige Alternative, dann Kiwi Grip oder irgendwas Ähnliches drauf zu machen. Also das Teak Deck ist dann wahrscheinlich hin. Und genau, was wollte ich noch sagen? Ach so, genau, die Dichtung, die sieht man auch manchmal schon, wie sie sich aus den Fugen raus prokeln. Die reißen dann manchmal ein und so. Und dann sieht man dann auch oft, wann das Deck fällig ist. So. So ein Aluminium-Rig ist eigentlich fast unkaputtbar. Es sei denn, irgendein Draht reißt und das Ding fällt runter. Es gibt natürlich mechanische Belastungen, wie zum Beispiel Scheuerstellen hier am Spinnakerbaum. Da hat irgendein eigener da nichts zwischen gemacht. Ich habe da immer den Spielbaum immer so ein bisschen von den Wänden weggezogen, aber wenn der halt vor allem auf der Atlantiküberquerung Tag und Nacht da dran reibt, an den Wänden, genau, dann scheuert sich da natürlich was raus. Ansonsten sind natürlich die Drähte, die alle 10 bis 15 Jahre ersetzt werden sollen. Das sagt auch meist die Versicherung, sonst versichern die das nicht. Also spätestens wenn der Mast runtergekommen ist, werden die nachfragen, und wann sind denn die Drähte ersetzt worden? Zeigt mal irgendwie Papiere dazu oder so. Und wenn das das letzte Mal halt beim Bau des Schiffes vor 30, 40 Jahren passiert ist, dann werden die, glaube ich, nicht so viel zahlen. Was natürlich immer wieder ein Problem ist, sind Nieten sind ja meist Monel-Nieten oder sonstiges, was sich mit Aluminium verträgt, selten Edelsteinnieten, aber es sind oft so Verbindungen von Beschlägen, hier bei uns zum Beispiel von den Lazy Jacks, so Beschläge auf den Baum genietet. Da war mal ursprünglich eine Paste zwischen. Früher hat man auch so Plastikscheiben zwischen gemacht, damit das Edelstahl nicht auf dem Aluminium liegt und korrodiert. Jetzt hat man meist wie Teff-Gel oder eine ähnliche Paste dazwischen gemacht. Die sind echt gut.
Wir haben sowas damals vor, glaube ich, vor 2 oder 3 Jahren an den Beam geschmiert, als wir da neuen Beschlag angebaut haben bei uns. Und der Beam ist ja ständig im Wasser und die Paste ist immer noch nicht rausgewaschen, obwohl die halt mehr unter Wasser ist als über Wasser. Das ist echt gutes Zeug. Aber spätestens nach 30 Jahren oder sowas, irgendwann ist das mal raus und dann müssen halt die Nieten mal ausgebohrt werden, die Beschläge runter, dahinter reinigen, wieder Teftgel zwischen und wieder neu einnieten. Weil sonst, Und warum kann man das nicht ohne lassen? Das wissen wahrscheinlich alle außer mir. sonst korrodiert es halt, weil zwei verschiedene Arten Metall. Ich Hier weiß es ist gerade die auch. Frage: Drähte heißen Wanten. Ja, genau, die Drähte, Wanten und Vorschlag und so weiter. Vorschlag habe ich sowieso immer so eine kleine Macke, weil Wanten, ich meine, es gibt Oberwand und Unterwand und bei unserem Boot sowieso alles doppelt gewesen damals. Aber wir haben nur das Vorschlag im Prinzip, dass der Mast nach vorne hin hält. Bei uns war auch noch Achterstag doppelt und das ist ja meist nur so eine Hülse, die dann, also wir haben damals eine Furlex gekauft. Und man passt die sich selbst an, schneidet das zurecht, macht den Mantel da raus, so eine Hülse rüber und das wird halt nur so gepresst. Das ist relativ fest, aber irgendwie, wenn man da gefuscht hat oder sich nicht richtig auskennt oder sowas, ich bin da immer irgendwie vorsichtig, dass das mal rausreißt. Ich glaube, es gibt nicht so viele Fälle, aber na doch, neulich habe ich von einem gehört, der hat das Vorschlag verloren. So, Rick, das hatten wir. Genau. Ein Problem immer wieder, hatte ich jetzt schon bei 3 Schiffen, sind Mastfüße, die absacken mit den Jahren. Das ist hier ein Bolzen, der da drin steckt. Das war aber nicht original. Eigentlich waren da Holzschrauben drin. Meist sind unter die Mastfüße Holzplatten eingesetzt gewesen. Und die Mastfüße mit Holzschrauben festgeschraubt. Für den Fall, dass der Mast dann mal fällt, weil irgendwas bricht oder was auch immer, soll der Mastfuß halt möglichst nicht noch ein Stück vom Deck mit rausreißen, sondern die Holzschrauben sollen aus dem Holz, das ein bisschen weicher ist als das Deck häufig, dann rausreißen und den Mast dann neben dem Boot zum Liegen bringen. Viele Eigner haben das dann irgendwann geändert und Bolzen durchgemacht, weil sie es sicherer finden. Das Problem ist bloß, dass bei Maststellen ja immer wieder mal so ein Mastfuß irgendwie, also der Mast ein bisschen quer kommt und am Mastfuß gezurrt wird. Und da war ursprünglich ja mal eine Dichtmasse drunter. Die bricht dann häufig und das Wasser, das Regenwasser oder auch Segelwasser, ja Salzwasser oder was auch immer, kann dann seinen Weg finden mit den Jahren. Gerade wenn das da so eine Wanne ist wie hier, dann läuft das da richtig drauf zu und es sickert mit den Jahren da rein. Und das ist dann ein Problem, weil das kompostiert. Das war das Boot von meinem Vater, eine Delia 25. Wir haben den Mast gestellt und haben vorher auf dem Deck sind wir rumgehüpft und haben gedacht, das scheint wirklich stabil zu sein und so. Das Boot scheint das Problem noch nicht zu haben, dass der Mastfuß feucht ist. Und dann haben wir den Mast gestellt und über Nacht ist das Deck an der Stelle abgesackt. Ich wollte morgens Brötchen holen oder zum Klo oder irgendwas und halte mich an den Wänden fest und denke, wir haben die doch gestern gespannt. Tatsächlich lose und guckt den Mastfuß an. Das sah man ja eben, ich mache nochmal zurück. Hier sogar schon Spannungsrisse. Das war abgesagt, das Ding. Wir haben es dann aufgesägt mit einer Oszillationssäge. Da kenne ich nichts. Richtig schön aufgeschnitten. Und da hätte man super Tomaten drauf pflanzen können. Also das war richtig kompostiert. Das Problem, wer letzte Woche dabei war, hatte ich ja mit meiner Fellowship 27 auch schon. Genau. Und da haben wir dann stabiles Holz. Ich glaube, Sperrholz oder Eisenholz sogar. Ich glaube, mein Vater hatte noch eine Platte Eisenholz liegen. Also richtig übertrieben massiv, was auch wieder nicht gut ist, weil die Holzschrauben reißen da nicht raus. Besten ist tatsächlich irgendwie Sperrholz und dann halt mit Harz einsetzen und so. Und das angedickten Epoxidharz, das war ganz gut. Unter Wasserschiff, die große Sorge ist ja immer Osmose. Und Osmose tritt in verschiedenen Arten auf. Wir haben das Schiff hier gekauft, es lag mindestens schon 10 Jahre ungenutzt am Steg. Und wir waren eigentlich ganz sicher, dass da Osmose dran ist, weil wenn so ein Schiff so lange im Wasser liegt und waren relativ überrascht. Wir haben das Boot dann abgespritzt mit dem Kercher und haben erstmal nichts gefunden. Das sah alles total schier aus. Als wir dann allerdings angefangen haben zu schleifen, sah das ganz anders aus. Es waren nämlich ganz flache und ganz breite Nester. Es gibt auch das genaue Gegenteil, nämlich sehr, sehr schmale, aber sehr, sehr tiefe Osmosenester. Immer ein bisschen unterschiedlich von Boot zu Boot und Material zu Material. Und da war für uns natürlich klar, das müssen wir machen. Die Holländer, wir waren total deprimiert und dachten uns, scheiße, das Boot mit Osmose und so, da waren wir noch ein bisschen jünger und hatten noch nicht so viel Ahnung. Und dachten uns, scheiße, Osmosesanierung, hatten bloß immer gehört, was für eine Panik und Sorge und wie viel Geld das kostet. Und die Holländer waren total entspannt. Die sagten uns, wieso, machst du auf hier, purkelst was rein, machst wieder zu. Von Osmose ist hier noch kein Schiff gesunken. Und
in Holland, Süßwasserrevier, gibt es relativ viele Osmoseschiffe. Und tatsächlich fanden wir an dem Schiff dann noch so ein paar ausgebesserte Stellen, hier zum Beispiel. Und die haben da einfach was reingeschmackt. Hätte man natürlich dann noch schön drüber grundieren müssen oder so. Wir wollten aber auf Nummer sicher gehen, haben die Blasen dann aufgepiekst. Und da kam uns auch gleich die Suppe entgegen. Das roch so richtig schön nach Essig. Aber wenn man mal die Rumpfdicke anguckt, ich habe hier ein neues Echolot eingebaut und war überrascht, wie dick die laminiert haben. Letzte Woche hat hier einer gesagt, von dem, was früher eine Bianca 27 an Harz und Matte gekriegt hat, da kriegst du heute ein 45 Fußschiff draus. Ne? Und es ist manchmal wirklich so, weil damals wusste man noch nicht so richtig, wie dünn man Schiffe bauen kann. Und die tiefsten Nester, die wir bei unserer Contest 33 Osmosesanierung gefunden hatten, waren 2 mm stark. Und das, sieht man, wie man an meinem Daumen sieht, hier sind eher 15 mm. Also so schnell wäre das noch nicht durch gewesen. Wie ist das bei modernen Schiffen, fragen mehrere Leute. Ja, man hat ja auch was daraus gelernt. Ne? Damals, also jetzt tritt das relativ selten auf. Es gibt auch Materialien, die da sicher sind. Wenn die Boote mit Epoxy laminiert sind, sowieso ist eher weniger Fall. Aber trotzdem wird meist eine Osmosevorsorge raufgepinselt. Die schaben das Gelbcoat ab und 6 Schichten Hempel-Epoxy drauf, holländische Sanierung. Ja, genau. Genau, stimmt. So war das in etwa. Wir wollten, wie gesagt, die Radikalkur für das Schiff haben, weil wir ja auf Langfahrt gehen wollten und haben es dann abgefräst mit einem Hobel von der Linden. Den konnten wir uns mieten. Das war echt klasse. Und haben in. Ups, ich dachte, Das ich war hatte schon halt noch ein der zweites zweite Bild. Contest, ne? Genau. Und haben beide Contests hatten Osmose damals. Und wir haben das abgeschabt und dann neu aufgebaut. Erstmal auflaminiert und dann auch diese 6 Schichten Osmosevorsorge drauf. Also doppelte Sperrschicht im Prinzip. Und dann waren wir auf der sicheren Seite. Also übertrieben sicher. So, Ruderblatt angucken natürlich. Ach so, nee, doch, das ist alles richtig. Ach so, Osmosesanierung kostet im Normalfall für unser Boot, sollte es glaube ich 10.000 Euro kosten, haben wir gehört. Damals haben wir ein Angebot eingeholt und es gab viele Tage, wo wir uns gedacht haben, hätten wir das mal gemacht, weil das war so Oh eine ja. Drecksarbeit. Vor allem, wenn man, ich mache nochmal ein Bild zurück, das Schiff hat ja so einen richtigen S-Spand und wir haben immer wieder die getränkten Matten dann dran gerollt und festgerollt, entlüftet halt unten mit dem Roller und als wir unten an der Kielsohle angekommen sind, sind uns die Matten von hinten wieder in den Nacken gefallen, getränkt und Katis Haare war ständig verklebt und so. Und naja, Trotz Schutz. genau. Ruderblatt natürlich angucken, gucken, wie die, ob es irgendwelche Risse gibt, gerade wo der Schaft in das Blatt reingeht. Meist sind das zwei Hälften, die da, also ein Gerippe im Prinzip auf eine Welle geschweißt und von beiden Seiten Hälften ran laminiert und dann entweder gespachtelt oder überlaminiert sogar noch oder so. Und da bilden sich gerade am Übergang Welle, Ruderblatt häufig Risse. Und natürlich Auflaufspuren angucken. Die haben das Ruderblatt von der Contest ja komplett abgefräst gehabt und konnten dann so ein paar alte Geschichten entdecken. Zum Beispiel sah man hier in der Mitte links, sieht man so ein paar ausgespachtelte Bohrlöcher. Die haben da schon mehrfach angebohrt, um das Wasser abzulassen, weil das offenbar voll war. Wir haben dann mit der Flex, weil die gerade in der Hand war, da auch mal kurz reingeschnitten. Und ich dachte, Spachtel muss ich eh. Zack, lief uns auch gleich das Wasser entgegen. Warum Dann hast du eigentlich natürlich, so weit oben geschnitten? keine Ahnung. Ich sollte doch nicht so einen Zeitgag machen. Ich stelle dir immer hier Du komische bringst mich Fragen. durcheinander. Nein, Sorry. keine Ahnung. Aber und natürlich auf Auflaufspuren gucken. Das Ruder steht ja relativ weit unten, vor allem wenn es ein freistehendes Spatenruder ist oder so. Dann gucken, ob da irgendwelche Risse sind. Meist sind die ein bisschen verborgen unter der Farbe. Aber sieht man häufig. Kiel angucken. Wenn es ein Stahlkiel ist, die haben manchmal ein paar Dellen oder so. Bei Bleikielen ist natürlich ein bisschen schwieriger, weil die ein bisschen weicher sind und sich mehr verformen können. Wir haben die Contest hier nach 10 Jahren im Wasser gekauft und haben dann beim Auskragen gemerkt, dass da ein riesen Kielschaden ist. Da war ein richtiges Loch drin. Und wir waren froh, dass da Blei drin war unten und kein Eisen oder so, weil da wäre der Rost da hochgekrochen, da hätten wir den Kiel auseinanderflexen können wahrscheinlich. Da unbedingt mal drauf gucken, weil es gibt nur, wie ist der alte Spruch, es gibt nur zwei Seeleute, die noch nie auf Grund gelaufen sind. Die einen haben den Hafen nie verlassen und die anderen sind Lügner. Und das passiert ja ständig mal. Und da mal ruhig mal gucken, ob da irgendwelche Spuren zu sehen sind. Das ist hier eine Spachtelstelle. Das Bild hatte ich mal, da wollte ich irgendwas mit erzählen. Habe den Vortrag immer wieder gehalten und bin jedes Mal überrascht, dass das Bild noch drin ist. So heute auch wieder. Genau, wir haben dann damals den Kiel bloß mit angedicktem Harz aufgefüllt. Das ist auch noch für Holz gewesen. Wir hatten da nichts anderes irgendwie zur Hand. Wollten den Kiel eigentlich komplett sanieren. Aber das ist heute noch so, glaube ich. Genau. Wenn es ein Eisenkiel ist, die sind fast immer rostig, also selbst wenn man die komplett abflext und saniert und Epoxy-Grundierung drüber, nach ein paar Jahren kommt das wieder durch.
Und ja, aber das ist bei Eisenkien eigentlich nicht so schlimm. Sieht halt bloß kacke aus, ne? So, bei Antrieben natürlich gucken, wie das alles ausgeführt ist, ob da ein Festpropeller dran ist wie hier oder ein Drehflügelpropeller wie bei unserem Katamaran jetzt oder ein Pfeilpropeller, da gucken, ob die irgendwie ausgeschlagen sind, die Dinger. Das unbedingt mal angucken, gucken, wie das Wellenlager ist. Wenn es hier so eine durchgeführte Welle ist wie bei uns, so ein bisschen Spiel ist okay, aber wenn das mehr als einen halben Millimeter ist oder sowas, dann sollte das die Sternbuchse hinten ausgetauscht werden. Und das ist eine mühselige Sache, gerade wenn das so gelöst ist wie bei uns hier. Denn wenn man den Propeller abnimmt, kann man die Welle nicht nach hinten rausziehen, da ist der Skeg im Weg. Also muss die Welle nach innen raus. Dafür wiederum muss der Motor angehoben werden, damit die Welle drunter durchkommt. Und das wird schon wieder zu einem großen Projekt. Und wenn man das nicht selber machen kann und irgendeinem Mechaniker eine Arbeit gibt, der schreibt da gut Stunden für auf. Und dann muss das Ding auch noch da raus. Ich habe da damals in den USA so eine Eisensäge gekauft und habe halt, das ist halt so ein Messingrohr im Prinzip mit einem Gummilager da drin und das Ding fein säuberlich da aus dem Rohr rausgesägt und dann rausgemeißelt. Und dann das Neue in die Tiefkühltruhe schön kalt gemacht. Und dann aber gerannt von der Tiefkühltruhe da rein. Man hat so ja, eine Minute oder sowas, dann wird das Ding zu warm. Reingesteckt, ein Stück Holz drauf, mit dem Hammer reingeschlagen und zack, hat er sich das wieder ausgedehnt und saß bombig fest da drin. Genau, hier sieht man das Ding nochmal, das Rohr, das da aus dem Rumpf rauskommt. Achso, ich mache nochmal zurück. Wenn Sail, ach nee, Sailraft kommt, glaube ich, gleich das Bild. Gucken, wie die Anode ausgeführt ist. Das hier macht keinen Sinn, weil da muss schon irgendeine Stromverbindung dazwischen sein. Also die Anode saß hier auf dem GFK und hinten die Hutanode, die auf der Welle eigentlich mal gedacht war, die fehlt. Das brachte nichts. Und bei der Gelegenheit, vor allem wenn die Welle lang aus dem Rumpf rausguckt, wie bei unserem südafrikanischen Schiff, das wir damals hatten, da guckt die Welle, ich glaube, über 1 Meter oder 1,5 Meter sogar aus dem Rumpf raus und war dann nochmal gelagert. Und das Schiff stand 17 Jahre an Land. Und als wir, also es hatte sich, weil es natürlich auf dem Kiel steht, so ein bisschen verformt. Und als wir dann das erste Mal den Gang eingelegt haben, haben wir dudung, dudung, dudung gehört. Die Welle hatte sich auch verzogen über die Jahre, weil das ja nie gedreht wurde, das Ding. Und das setzte sich leider auch nicht. Deshalb auch ruhig mal an der Welle drehen und so ein bisschen längs gucken, ob sie irgendwas eiert oder so. Das kann man dann alles gut mit reinhandeln in den Preis oder runterhandeln. Welche Propellerart empfiehlst du? Schreibt hier einer. Ich bin eigentlich ein Freund von Festpropellern. Faltpropeller hatte ich nie. Aber der Drehflügelpropeller, den wir drauf hatten von SPW, der war auch echt klasse. Der war auf dem Boot schon drauf. Sonst kostet er, glaube ich, 2.500 €. Das hätten wir nicht ausgegeben. Aber die sind echt nicht schlecht, die Dinger. Und sehr wenig anfällig. Aber muss man trotzdem auch warten. Ja, genau, wir haben den jedes Jahr gewartet und neu eingefettet. Meine Fresse, was habt ihr für Arbeit gehabt? Ja, das stimmt, wenn ich die Bilder so sehe. Hier ist ein Sail Drive, das sind unsere Propeller auch da dran. Und wenn man sich den anguckt, oben diese Dichtung, muss je nach Hersteller so alle 10 bis 8 Jahre gewechselt werden. Das Material kostet etwa, also das sind halt, im Prinzip ist das ein Außenborder, der an Diesel rangeschraubt ist, so vom Getriebe her. Ne? Also hinten rangeschraubt, der wird allerdings durch den Rumpf durchgeführt, der Außenborder so quasi, das Getriebe, und geht dann wieder nach hinten weg und muss natürlich an der Stelle, wo er durch den Rumpf geführt ist, gedichtet werden. Und da gibt es das ist wie boah, 2 mm dickes Gummi oder sowas, das wird um das Getriebe rumgesetzt und da gefasst. Ich habe es gerade beim Katamaran und beiden Motoren gemacht. Und es ist schon relativ dick. Ich habe Leute kennengelernt, die haben die Dinger 20 Jahre drin. Aber wenn es irgendwann da doch mal einen Grund gibt, warum das Ding leckt, keine Ahnung, was da passiert ist, dann ist nur blöd, ne? Weil dann säuft der Kahn relativ schnell ab. Yanmar hat noch eine zweite Dichtung oben drüber und dazwischen ein Wassersensor. Die ist auch nicht so richtig dick. Also das ist keine Lösung für eine Atlantiküberquerung, aber einen Augenblick hält es wohl noch dicht. Das Ding, aber da würde ich darauf achten, dass die Dinger pünktlich gewartet werden. Also alle 8 bis 10 Jahre, je nach Hersteller. Das Material dafür kostet etwa 500 €. Wenn man das allerdings machen lässt, dann bestimmt 1.500 bis 2.000, weil auch das ist eine Menge Arbeit. Das Getriebe muss ausgebaut, auseinandergenommen werden, der Motor muss angehoben werden, je nachdem, wie es verbaut ist, alles, ne? Also dadurch gut gucken. Immer so kleine Sachen ziehen immer so Folgekosten. Ja, genau, Das ist echt, echt echt. So, nervig. laufend ist gut. Wir haben die Contest gekauft mit total grünem Zeug. Manchmal reicht es auch schon, wenn man die Leinen alle mal auszieht, auch eine andere Leine hinterherziehen. Also ich vernähe die dann immer meist, die Pilotleine und die Dingsleine oder andersrum und ziehe die dann hinterher durch, weil meist tapen hält nicht irgendwie. Es gibt ein schönes YouTube-Video von mir, wie ich zwei Leinen aneinander getaped habe und dann so auf dem letzten Meter radring, fällt mir das Ding entgegen und raus aus dem Mast. Und das ist dann blöd einzufädeln. Und genau.
Deshalb, also manchmal reicht es, die Leinen in Kopfkissenbezug zu stecken und in die Waschmaschine zu schmeißen. Dann kriegt man die wieder schön zur Farbe zurück und vor allem werden die dann auch ein bisschen flexibler wieder, die Dinger. Wenn die allerdings so aussehen hier, das war auch relativ billiges Material, das musste alles mal raus. Das kann natürlich ins Geld gehen, selbst für so ein 33-Fuß-Schiff sind da ein paar tausend Euro weg. Naja, bei uns etwa 1000 Euro. Damals, jetzt auf dem Katamaran, haben wir viel mit Dyneema-Kern. Und da kostet allein das Großteil, glaube ich, 500 Euro. Ne? Also das geht dann schon ganz gut ins Geld, wenn man sich so denkt, die paar Leinen, die tausche ich dann auch noch. Ne? Das auch gut im Blick haben. Ist natürlich ganz schön, wenn das alles mal neu ist. Ich glaube, ich schnupfen. Irgendwie wieder verschnupft. Aus dem Taschentuch? Nee, Ich kann ein eins Bier, holen. glaube ich. Ach so. Das hilft auch gegen Schnupfen. Soll ich es warm So. machen? Nee. So, Anker und Kette. Wir haben uns bei der Qantas den... Erstmal haben wir gestaunt, dass da eine Winch drauf ist und eine Kette und so. Und dann haben wir uns aber irgendwie gewundert, dass da so eine rote Kette drauf ist. Ist die rostig? Aber es sah auch nicht aus wie Rost. Das war so eine ganz merkwürdige Rostart irgendwie. Und haben uns gewundert, was das ist und haben ein Stück nach vorne geguckt. Da hing ein Edelstahlanker an einer verzinkten Kette und der hat sich quasi eine Batterie gebaut da. Cheers. Vielen Dank übrigens an denjenigen, der uns eine neue Kiste Flens diesmal in die Kaffeekasse geschmissen hat. Haben wir gekauft. Cheers. So, genau, der hat sich quasi eine Batterie gebaut. Da ist der Edelstahlanker vorne dran. Genau. Ein bisschen Flugrost auf so einer verzinkten Kette ist nicht schlimm. Das ist eigentlich fast üblich, wenn das Ding wenig genutzt wird. Das ist ein bisschen ankorrodiert, man kann da ein bisschen nachverzinken und so weiter. Wenn so eine Kette neu kommen muss, also bei uns kam gerade letztes Jahr eine neue, das kostet ungefähr 1000 Euro. Bei uns waren 70 Meter Kette, glaube ich. Ne? Mehr ging nicht in den Kasten rein. Auch das im Auge haben. So, Segel sind ja immer so eine Sache des persönlichen Bedürfnisses. Es gibt Regattasegler, die sagen, alle 2 Jahre haben die Segel keine Form mehr und müssen neu. Ich bin meist mit 15, 20, 30 Jahre alten Segeln unterwegs gewesen. Das geht meist auch noch. Die sehen zwar meist nicht mehr so schön aus und haben auch nicht mehr so ganz die Form, aber voran bringen sie noch. Und so, was die meisten Segel haben mit den Jahren, sind so Flecken und Stockflecken oder auch Rostflecken durch Beschläge, die irgendwie mit Salzwasser in Kontakt waren, also hier Kauschen oder irgendwas und dann rosten. Das bleibt nicht aus und das macht auch eigentlich nichts für die Funktion des Segels. Meist nur so ein Hinweis auf schlechte Lagerung. Aber ist natürlich blöd, wenn das Segel so kacke aussieht. Und ja, neuer Satz Segel geht auch gut ins Geld. Manchmal kann man Segel auch ganz gut gebraucht kaufen. Es gibt so ein paar Segelbörsen für Gebrauchtsegel oder manche Segelmacher haben auch Segel, die mal bestellt wurden und dann doch nicht abgeholt wurden. Anzahlung haben sie schon kassiert, deshalb verkaufen sie die dann halbwegs günstig. Mal ein bisschen Auge offen halten. Wir haben damals auf einer holländischen Segel, ja, ich glaube, das war so eBay Kleinanzeigen in Holland quasi. Da haben wir ein Segel für eine Contest 32 gefunden und wir haben eine Contest 33 und die Maße waren fast identisch und sind nach Holland gefahren und haben das Segel für 300 Euro gekauft und das war noch richtig gut. Richtig gut, ja. So, jetzt kommen wir zum Motor. Oha. Uha. Das ist ja mein Lieblingsthema. Genau, da hat der Sidekick, wer es noch nicht mitgekriegt hat. So, wir sind beim Motor. Mir ist eigentlich immer so ein schmuddeliger Maschinenraum lieber als ein total penibel geputzter, weil irgendwie bin ich da immer misstrauisch. Wo gerade die Frage kommt, was findest du eigentlich schlimm? Bist ganz schön hart im Nehmen. ja. Oh, hat gerade jemand zugeschaltet. Johannes, hast du schon Bier? Ja, ich habe gerade eins bekommen. Vielen Dank. Von der freundlichen Assistentin in Genau. dezentem Geld. Genau. Genau, also da bin ich immer so ein bisschen misstrauisch, wenn die zu geputzt sind, weil manchmal wollen die irgendwas kaschieren. Und wenn man so einen 20 Jahre, 25 Jahre alten Diesel da drin hat, oder in diesem Fall sogar 40 Jahre, ist das vollkommen normal, dass der so ein bisschen Öl schwitzt. Muss halt immer dann, im Blick haben, wie viel der verliert und wie viel man nachfüllen muss. Das ist noch kein Grund, den auszutauschen häufig. Er muss allerdings verlässlich laufen. Bei unserem 40 Jahre alten Volvo, der lief super eigentlich. Und genau. Gucken natürlich bei der Besichtigung, dass der Motor kalt ist, nicht, dass der schon mal warm gefahren wurde, damit er besser anspringt oder sowas. Das Kaltstartverhalten prüfen, wie er anspringt dann. Und ja, überhaupt mal um alle Ecken gucken, mit dem Spiegel am besten unten drunter, ob da irgendwie Rost ist, ob alle Leitungen heile sind und so. Manchmal rostet es ja an merkwürdigen Ecken.
Aber das Problem ist, man steckt da nicht drin. Man kann den meist nur von außen sehen, den Motor. Gerade wenn es eine einkreisgekühlte Maschine ist, so wie der hier, dann rosten die so langsam von innen nach außen durch meist, weil da ja 40 Jahre Salzwasser durchgelaufen ist. Und manchmal ist es dann ganz gut, den auszutauschen, bevor er dann ausfällt oder so. Und dafür sind schnell 10.000 Euro zusammen, selbst bei so einem kleinen Boot. Ist witzig, ne? Weil ich meine, man kriegt bei VW so ein VW ab, komplettes Auto mit 60 PS für 10.000 Euro. Und jetzt kostet hier so ein komischer alter Industriemotor im Prinzip das gleiche. Dann noch Mechanikerkosten dazu. Also bei unserem Boot wären es, glaube ich, 12.000 Euro gewesen, neuen Motor. Aber ist halt ja, überhaupt überall, wo Boot draufsteht, kostet halt gefühlt immer, das sind so zwei extra Nullen quasi, die dran gesetzt werden. Das BOOT. Und man sagt eigentlich, wenn ein Motor älter ist als 20 Jahre beim Gebrauchboot, dann sollte man schon mal einkalkulieren, dass der irgendwann mal ausgetauscht werden muss. Genau, Kühlkanäle setzen sich auch zulässig gerade. Genau, das ist auch so ein Ding. Bei einer zweikreisgekühlten Maschine kann man die manchmal mit so einem Luftgewehrreiniger, hier so einen Besen, so einen kleinen, habe ich mir extra besorgt Ja, damals, sowas hätten wir. dann ganz gut reinigen, die Dinger. Und ja. Ach, für Luftgewehr war das? Ja, Das sah das aus wie war. früher bei meiner Blockflöte hier, Ja, dieser Putzer. jetzt habe ich aus dem Luftgewehrshop gekauft, da habe ich den Wärmetauscher mit sauber gemacht. So, Oh, Elektronik ja, daran erinnere ich und mich auch noch gut. Elektrik. Im Leben von so einem Boot wächst ja im Prinzip so ein Baum. Ne? Da war mal die Werftelektrik und alles hat mal funktioniert, war relativ schlicht, Lampen und die üblichen Verbraucher, aber im Laufe eines Lebens werden neue Sachen erfunden, wenn so ein Boot 40 Jahre alt ist wie unseres. Und jeder Eigner möchte so ein bisschen persönlich für sich herrichten und da wird irgendein Ausrüstungsstück gekauft und irgendwo muss ein Plus und Minus herkommen. Und dann findet man auch Plus und Minus irgendwie. Minus kommt von da, wird von der Lampe abgezwackt und Plus wird von da hergezogen und so weiter. Und im Laufe des Bootslebens wächst so ein Baum und irgendwann guckt keiner mehr durch. Und das ist häufig nicht so ganz einfach auszutauschen, wenn es denn mal irgendwann fällig ist. Wir haben zum Beispiel auf der Fellowship 27 neue Halogen-Leselampe gekauft. 25 Watt war jetzt nicht so doll. Und naja, ich habe die angeschlossen. Das Kabel, das ich gefunden habe, war auch relativ dick. Und die lief keine Stunde, glaube ich. Plötzlich gingen im ganzen Schiff alle Lampen aus. Und da war ein Kabel durchgebrannt, direkt neben der Sicherung, weil die Sicherung dicker war als das Kabel offenbar. Und auch bei der Contest hier haben wir oft dann so holländischen Klingeldraht gefunden. Und irgendwann ist es nicht schlecht, das alles mal auszutauschen. Das ist allerdings manchmal gar nicht so einfach, denn die Teile sind so verbaut irgendwie nach mir die Sintflut. Manchmal mit Teppich übergeklebt oder hier in diesem Fall noch schlimmer mit der Innenschale. Und die kann man ja nicht einfach wieder runternehmen. Dann muss man das Deck auch mit runternehmen. Wir haben zum Beispiel sechs Lampen, glaube ich, an der Decke gehabt oder fünf. Und die Kabel wurden über die Innenschale gezogen, die Innenschale in das Deck eingeklebt, das Deck aufgesetzt und da kommt man nie wieder ran. So kamen sie hier raus. Und wenn die Lampen irgendwann ausgehen, dann gehen die für immer aus. Ich glaube, da ging auch nur eine, oder? Ne, zwei Oder wir gingen, haben glaube ich, es nachher. alles Ja. über neue Lampen gemacht. Genau, die waren noch relativ dünn. Ich habe dann oft für eine Überführung hier Schiff in Holland gekauft, so eine Behelfselektrik gebaut. Alles, was wichtig ist, Positionslampen und Instrumente einmal neu gezogen, manchmal sogar aufputzt durch die Kajüte, also halt irgendwie durch Regale oder sowas. Aber Hauptsache auf der Überführung funktioniert das alles. Elektronik, das nächste Thema. Altert ja häufig schon auf dem Weg vom. Oder verliert auf dem Weg vom Ausrüster nach Hause schon an Wert. Es ist halt, wenn einer sein Boot präsentiert hier und vor 6 Jahren habe ich noch die ganze Elektronik erneuert. Das sind damals noch auch so Joystick-Systeme gewesen und so weiter. Heute ist alles auf Touch oder die ersten Touchpads waren auch total empfindlich noch, was Regenwasser anging und Spritzwasser, was auf dem Boot natürlich blöd ist. Und war noch total schwerfällig, wenn man da am Wischen war und so weiter. Und das ist eigentlich kein Argument mehr. Auch wenn er damals 10.000 Euro reingesteckt hat, ist es eigentlich kein Argument mehr, den Bootspreis nach oben zu schieben. Deshalb das auch ruhig angucken, was da an Bord ist und wie aktuell das ist. Lassen Sie sich da nicht hochrechnen, also nicht hochhandeln. Batterien, man sagt so nach 6 Jahren etwa sind diese Bleiakkus im Eimer oder nicht im Eimer, aber dann verlieren die an Kapazität und an Spannung häufig. Das ist immer so eine Sache, was da drin ist. Da bin ich auch nicht so ganz auf dem laufenden Stand, weil ja so viel Neues gekommen ist jetzt mit Lithium-Ionen und so weiter. Häufig haben die Dinger so ein Schauglas, ganz einfach gesagt. Da ist meist so ein grünes Symbol drin. Das zeigt, dass das Ding noch halbwegs in Ordnung ist. Da ruhig mal drauf gucken. Die Dinger haben manchmal auch ein Datum eingeprägt, wann die hergestellt worden sind. Da kann man auch gucken, wie alt die Dinger sind. Ansonsten auch einkalkulieren, dass die irgendwann mal neu müssen.
Was hat die Contest denn beim Kauf gekostet, kommt gerade die Welche? Frage. Welche? Die eine hat 9,5 gekostet, die andere 13. Die für 13 drin war, die war aber für, ich glaube, für 29 inseriert oder so. Der Preis ist dann immer weiter gesackt und wir haben 13 geboten. Genau, hier Sicherung. Das sind so Sicherungsautomaten, die haben wir original. Wir haben einen Mieter gehabt, der hat VW Käfer restauriert. Und genau diese Sicherungshalter habe ich im VW Käfer gefunden, aus den 50er Jahren. Die hatten wir auch in der Contest. Und diese Schmelzsicherungen sind natürlich vorsehenfluglich. Ne? Das war die Originalwerft-Elektrik hier, linke Seite. Da war noch ein bisschen was zugefummelt. Aber das musste natürlich einmal raus bei uns. Das ist so das Einfachste an neuer Elektrik, was man machen kann. Ein simples Stück Holz mit einem Rahmen drumherum habe ich hier gemacht. So ein Spannungsprüfer im Prinzip, der so grob anzeigt, dass noch was auf der Batterie ist. Und dann diese zwei Paneele mit Sicherungsautomaten, die kosten, glaube ich, 38 Euro. Sind nicht nichts für außen, sondern wirklich nur für die Kajüte, weil die sind nicht spritzwassergeschützt und nichts. Aber einmal neu und einmal okay, soweit. So, Seeventile und Schläuche unbedingt angucken. Es gab vor einigen Jahren mal in der Yacht so ein großes Ding, jetzt habe ich den Zettel hier. Ein großes Thema. Da war ein Kollege auf einem Charterboot unterwegs und wollte das Seeventil zumachen und irgendwie kam da plötzlich Wasser rein und hat da einen großen Artikel darüber geschrieben, dass die Dinger entzinken, weil nicht seewassertaugliches Material verwendet wurde. Das gab natürlich einen riesen Shitstorm von einigen Firmen, aber es stimmte leider alles. Und deshalb gucken, es gibt so, da wisst ihr bestimmt auch mehr, wie die Zusammensetzung ist, aber bei SVB und Niemeyer und so weiter ist immer ein Hinweis darauf gegeben, dass die Seewasser beständig sind und nicht, ich glaube CCR oder irgendwas steht da drauf. Also dadurch gucken, wie die gemacht sind. Wir sind echte Fans von Plastik-Seeventilen, weil man denkt immer, Plastik ist nicht so stabil wie Metall, aber das ganze Boot ist aus Plastik. Ne? Und True Design ist, glaube ich, auch schon 20 Jahre auf dem Markt aus Neuseeland. Und die sind ein bisschen größer vom Durchmesser her. Man muss die Löcher meist ein bisschen vergrößern, aber es ist eine super Sache und die gammeln auch nicht fest. Und guckt euch an, wie die Schläuche da drauf sitzen. Häufig sind die bloß mit einer Schlauchschelle gesichert. Da müsst ihr zumindest noch eine zweite hinter, alles was unter Wasser ist zumindest. Manchmal geht das aber gar nicht, weil die Stege bei alten Booten so kurz sind. Bei unserem Volvo auf der Contest war das auch das Problem, dass da, wo das Wasser reingeht, ins Getriebe nämlich und von da in den Motor, war der Steg so kurz, dass ich nur eine Schlauchschelle setzen konnte. Und die ist dann irgendwie abgerutscht auf dem Weg Richtung Spanien. Und das war natürlich blöd, weil wir hatten kein Kühlwasser mehr im Motor. Und ich habe schon verrückte Sachen gesehen. Hier sieht man sogar in der Mitte, das ist, glaube ich, ein Gardena-Schlauch, der da benutzt wurde. Genau. Das waren die Seeventile fürs Cockpit auf unserer Contest. Dieser Drehhahn da, der war fest, der ließ sich nicht wieder zudrehen. Der Borddurchbruch war aus Bronze, das ist schon mal ganz gut. Aber ihr müsst euch immer vor Augen führen, dass das Schiff losschwimmt, weil das Ding noch dicht ist und dieser gammelige Schlauch, der da drauf steckt, mit einer rostigen Schlauchstelle noch hält. Wenn der abrutscht, dann habt ihr nicht viel Reaktionszeit, weil das Ding lässt sich bei so einem alten Boot nicht mehr zudrehen. Dann muss man da schnell irgendwie einen Flock reinschlagen oder sowas. Deshalb, das muss alles in Ordnung sein. Und wenn das nicht in Ordnung ist oder uralt ist, dann gibt es nichts anderes, als das mal rauszuflexen. Das tat mir natürlich leid bei den Bronze-Borddurchbrüchen, weil die waren echt klasse. Aber die waren auch schon so und so angegammelt und wir wollten. Wenn wir alles neu machen, dann dachten wir uns, machen wir die Seeventile auch neu. Neues Klo ist natürlich immer eine feine Sache, kostet 130 Euro oder sowas und es sitzt sich wirklich ganz anders. Die Schläuche natürlich bei der Gelegenheit auch erneuern und das ist sowieso nicht schlecht, die alle paar Jahre mal neu zu machen, weil die diffundieren dann irgendwann die Gerüche nach außen. Meistens ist es nicht das Klo, das stinkt und der Fäkalientank, die Wände, die lassen auch manchmal Gerüche durch mit den Jahren, sondern die Schläuche und die sind schnell ausgetauscht. Und vor allem ist Urinstein ein großes Thema. Das hatten wir auf dem Katamaran. Da wollten wir ein Elektroklo einbauen für die Charterseite und für die Gästeseite. Und wir haben neuen Schlauch gekauft für unsere Seite, da wollte ich den einbauen und ich dachte, auf der Charterseite, Gästeseite wurde das Klo so selten benutzt, da sind die Schläuche noch in Ordnung. Und habe den Schlauch abgenommen und von den 38 mm, die da mal waren, waren noch ungefähr 25 mm. Alles andere außen war voller Urinstein.
bin ich gleich mit dem Fahrrad losgefahren und habe noch einen Schlauch geholt, weil den musste ich verbauen und wollte bei uns die Seite dann auch den Schlauch tauschen. Und da waren von 38 mm noch ungefähr 10 mm. So ein kleines Loch, da ist alles durchgegangen. Staunt man manchmal, wie die Zacker-Pumpe oder Kati sagt immer Currywurstmaschine, weil zack, 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 genau, das alles klein macht, dass das da noch durchging. Und den Schlauch konnten wir fast nicht tragen, so schwer war der von Urinstein. Also mit den Jahren ist es nicht schlecht, das mal auszutauschen. Ich komme gerade die Frage, auf welchen Plattformen suchst du Boote? Da kommen wir nachher noch zu. Jetzt sind wir erstmal bei den Basics. Gleich geht es zur Suche und zu den Online-Themen. Wir sind auch gleich durch. Genau, da kommt Oh. eigentlich der Spruch, es sitzt sich halt besser. Genau, und natürlich unten mal gucken, Wellendichtung, was da verbaut ist. Ruhig mal den Kopf überall in jedes Loch stecken. Ich habe für den Fall, das erzähle ich gleich, gucken, was da für eine Stopfbuchse dran ist, ob das eine wartungsfreie ist oder eine alte, die noch nachgestellt werden muss. Die lecken dann ein bisschen und sollen auch eigentlich so ein bisschen tropfen, können dann noch nachgestellt werden. Irgendwann sind die Packungen dann durch, dann kann man die erneuern. Das ist eigentlich gar nicht so schlecht. Und eine alte Fettpresse drin, haben wir auch auf einem Boot gehabt. Die Welle ruhig auch da mal ein paar Umdrehungen drehen und gucken, ob da irgendwas eiert oder so. Zur Pantry, da gibt es ja auch alle möglichen Sachen. Petroleumkocher war mir immer ganz lieb, weil die sind wirklich fast unkaputtbar und relativ robust und auch, naja, nicht idiotensicher, aber halbwegs. Idiotensicher sind fast ja, Elektrokocher und Spirituskocher, diese Origo-Dinger. Jetzt gibt es die von Compass wieder unter anderem Namen. Sind auch relativ gut, weil die sind fast explosionssicher, die Dinger. Also relativ gut. Die Hitzeausbeute ist nicht so gut wie bei Petroleum, aber die sind okay. Gasanlagen waren mir immer so ein bisschen gefährlich. Wir haben trotzdem auf fast allen der letzten Boote eine Gasanlage gehabt. Aber was ich da manchmal bei Besichtigung für Lösungen gesehen habe, Gardena-Schläuche mit einer Schlauchstelle auf dem Druckminderer festgemacht, um das Gas zu führen. Das darf natürlich wirklich nicht sein. Also da unbedingt gucken, dass das fachmännisch ist, gemacht wurde. Auf den Schläuchen stehen auch meist die Daten drauf, wann die ausgetauscht werden müssen. Die sind da, wenn man die kauft, bei uns steht 2021, glaube ich, also nächstes Jahr müssen die mal getauscht werden. Und auch gucken, ob die in den letzten Jahren mal abgedrückt wurde, die Anlage. Wie bist du da wieder rausgekommen? Unten bei dem Kadi hat mich, glaube ich, an den Bein gezogen. Ja, ich glaube, ja. Nee, du hast so gute Rückenmuskeln und dann bist du einfach so mit Salto. Genau, hier haben wir dann auch den alten Kocher, das war ein Seppelfricke, ich wusste gar nicht, dass die auch Bootssachen bauen, rausgeschmissen und haben einen richtigen Backofen da eingebaut und die Gasanlage auch erneuert. Und dann hier rechts war noch so ein alter Durchlauferhitzer, auch mit Gas betrieben, da haben wir zu viel Schiss gehabt, den zu starten. Stimmt, ja. Genau. Polster. Boah, das sieht aber auch aus, dass wir das gekauft haben, aber Ja, auch. das sieht schäbig aus, wir haben das alles neu gemacht. Polster im Vorschiff, also Teppiche sind ja nicht teuer, aber die sind ganz schön mühselig runter zu reißen, die Dinger. Da war auch eine ganze Menge Schimmel dahinter, als wir es runter hatten. Polster zu erneuern, wenn man einen kennt, der gut Polster nähen kann, irgendwie so hobbymäßig Schneider ist oder so, das ist keine Raketenphysik. Das kriegt man auch, wenn man ein bisschen Übung hat, auch ganz gut alleine hin. Meine Mutter hat zum Beispiel für, ich glaube, für drei Schiffe Polster genäht. Der Schaumstoff da drin kann man auch relativ günstig im Internet bestellen. Das wird so aus dem Vollen gefräst, glaube ich sogar. Man gibt an Länge mal Breite mal Tiefe und kriegt das dann zugeschickt. Und da eignet sich so eine Bratenschere, halt Ja, so ein dann, elektrisches Messer im Prinzip super. womit man Geflügel zerschneidet. Genau, damit kann man super diesen Schaumstoff schneiden. Und so haben wir das meist immer selber gemacht. Wenn man das machen lässt, geht das ganz schön ins Geld. Vor allem so ein ganzes Schiff, da sind zigtausend Euro weg. So, Details haben wir, jetzt kommen wir zur Besichtigung. Schon bei der Besichtigung überall mal an Deck rumhüpfen und so. Ich habe Kati damals, glaube ich, sogar unten an die Stützen gestellt. Die sollte mal gucken, ob der Rumpf sich irgendwie eindellt, wenn ich da rumrenne. Wenn möglich, natürlich auch mal hoch auf den Mast gucken. Gerade wenn die Boote ein bisschen teurer und neuer sind. Bootsmannstuhl mitnehmen und in jede Ecke gucken. Ich habe meist das Smartphone dabei. Damals hatte ich sogar noch eine Kamera dabei, um in die Ecken zu blitzen und Fotos zu schießen, in die man nicht gucken kann. Weil das ist natürlich auch interessant, was sich dahinter verbirgt. Da habe ich zum Beispiel um die Ecke ein nagelneues Ladegerät gesehen. Das sah man von oben gar nicht. Hatten sie gerade noch installiert, offenbar. Und wenn sich das Boot bei der Besichtigung so präsentiert, dann den Verkäufer ruhig mal fragen, ob man nicht mal die Plane runternehmen kann. Haben wir auch schon alles erlebt. Weil da bekommt man nun wirklich keinen Eindruck. Ein Tipp von mir,
für Besichtigung, aber auch überhaupt für Bootsarbeiten. Ich habe mir in den USA bei Amazon so ein Endoskop gekauft. Das lässt sich mit dem Smartphone verbinden. Hat, glaube ich, damals $25 gekostet oder 30. Und das ist echt super. Es gibt es in drei verschiedene Längen. Ich habe, glaube ich, 5 Meter mittlere genommen. Und man kann damit in alle möglichen Ecken vorstoßen. Full HD, glaube ich sogar. Super scharfes Bild. Vorne sind Lampen an dem Ding dran, an der Kamera. Die kann man auch regeln. Also, wenn man in sehr, sehr kleine Räume vorstößt, dann kann es sein, wenn man die Lampen voll aufgedreht hat, dass es überbelichtet ist und man erkennt nichts. Und so kann man die Lampe langsam runterdrehen. Und das ist auch super bei Installationsarbeiten. Wenn man eine Lampe kauft irgendwo, eine Leselampe über das Sofa bauen will, schraubt man die schnell an die Wand und fragt sich dann, wie komme ich jetzt mit dem Kabel da zum Schaltpanel? Und früher habe ich immer da, weil hinter den Innenausbauten, die man nicht rausnehmen kann, habe ich dann früher immer von der einen Seite ein Loch gebohrt, anderen Seite das Kabel rein und dann mit einem langen Draht und an der Wand gehangen und gelauscht, wo der Draht nun gerade schabt und wie ich da hinkomme, halt mit dem Haken, um das Kabel zu angeln und dann durchzuziehen. Und für das Ding ist im Lieferumfang dabei, kann man auch vorne so einen Haken dran drehen. Und dann sieht man auch sogar, wo der Haken ist und wo das Kabel ist. Also ich habe jetzt neulich bei uns eine neue Lampe über der Pantry eingebaut. Und da konnte ich echt von einer Seite schieben und sah halt auf dem Smartphone immer genau, wo das Ding unterwegs ist. Und dann sah ich irgendwann das Kabel, konnte da genau hinterhaken, wusste ein bisschen weiter links, ein bisschen weiter rechts. Tolle Sache. Im Lieferumfang ist, glaube ich, auch ein Magnet und noch irgendwas. Und so ein Spiegel über Eck, damit man um Ecken gucken kann. Genau, ich habe unter dem Livestream jetzt gerade ein paar Links eingefügt und da ist auch ein Link zu so einem Endoskop. Das ist, glaube ich, nicht mehr auf dem Markt hier, aber ich habe neulich das Nachfolgemodell oder das, was ich verlinkt habe, in der Hand gehabt und das war qualitativ noch besser. Das habe ich da verlinkt. Genau, das ist dann so ein Bild. Da war uns ein Draht in den Mast reingerutscht für den Windgeber. Und der hing da irgendwie fest und so konnten wir in den Mast rein. Das ist jetzt nicht volle Auflösung. Das habe ich ein bisschen kleiner geregelt, weil mein Handy voll war. Aber es geht echt gestochen scharf. Und so sieht man halt, wo man sich hinbewegt und wo man es haken muss. So, nach der Besichtigung ganz wichtig, unbedingt einen Probeschlag machen. Denn dann erst merkt ihr, ob euch das Schiff gefällt, ob das Spaß macht, ob das gut segelt. Und könnt bei der Gelegenheit noch eine ganze Menge Sachen untersuchen. Zum Beispiel die Rumpfinnenseite bei Lager auf Leckagen untersuchen, gucken, ob es irgendwo reinläuft oder ja, irgendwo leckt, wenn das Boot mal richtig hart gesegelt wird. Die Rumpfdecksverbindung kontrollieren. Das ist auf meiner Shark 24 gewesen, da habe ich den Teppich abgerissen und da sah man die Bolzen dahinter. Und auch das leckt mit den Jahren manchmal so ein bisschen. Ist natürlich schwer zu dichten. Bei unserer Contest war das überlaminiert. Das war echt super. Einerseits super, aber wenn man was daran machen musste, zum Beispiel da war alles überlaminiert. Das häufigste Werkzeug, immer nochmal zurück, häufigste Werkzeug war der Stechbeitel und der Hammer. Da man immer alles und die Oh Oszillationssäge. ja, die Ossi-Säge. Genau. Und natürlich gucken, ob irgendwelche Türen klemmen, ob sich der Rumpf verwindet. Winkellaminate im Kielbereich und die Kielbolzen checken beim Probeturnen, ob da irgendwas reinläuft oder knarzt oder irgendwas zu sehen ist. Bilgwasser vor dem Probeschlag entfernen und gucken, ob irgendwas nachkommt. Und dann, wie gesagt, immer mit einem Ohr unten sein oder auch beim Segeln mal das Ruder abgeben und unten gucken, wie sich das Boot macht. So, wir sind nach den 2 Jahren Refit unserer Contest zu Wasser gegangen und hatten uns ein echt schönes Zuhause gebaut. Und wir wussten bei dem Kauf, dass eine Menge zu tun ist. Osmose, das war uns bewusst. Und wir wussten auch sonst, dass es das alles nicht so dem Standard entspricht. Aber das haben wir einkalkuliert, deshalb haben wir das Boot relativ günstig gekriegt für 13.000 Euro. Es war, glaube ich, für 29,5 inseriert und dann war der Preis gesackt auf 19,5 mit der 26, dann 19,5, glaube ich, und wir haben 13 geboten, nachdem wir das Schiff besichtigt hatten. Und so waren wir glücklich. Wir wussten, das ist eine Menge zu machen und das mussten wir auch alles machen, aber das hatten wir einkalkuliert. So, vermeidbare Fehler, die ich fast alle Mal gemacht habe. Eine Yacht zu kaufen, ohne sie gesegelt zu Ja. sein, das sah ich ja schon, sagte ich ja schon. Also wenn das Boot an Land steht, unbedingt mal ins Wasser kranen. Wenn das Boot im Wasser ist, unbedingt mal rausheben. Gerade bei, also ich meine, das lohnt sich natürlich, wenn das Schiff 1.500 Euro kosten soll oder selbst wenn es 6.000 sind, dann kann es sein, dass der Eigner sagt, so, aber 500 Euro rauskranen, reinkranen und kurz abbocken und also Zeugs und so, das zahlst du aber. Und das ist ja bei kleinen, günstigen Booten auch eher zu verschmerzen, weil die Kosten für eine Osmosesanierung, naja, gut, ich meine, die Arbeit ist ähnlich anstrengend natürlich, aber wenn man richtig ins Klo greift, ist das beim kleinen Boot noch eher zu Verkraften. verkraften als bei einem 150.000 Euro Boot, ne? Aber genau.
So, voller Euphorie einen Vertrag zu unterzeichnen, statt erstmal eine Nacht darüber zu schlafen. Hatten wir vorhin, als ich bei Facebook gepostet habe, wieso Tipps zum Gebrauchtbootkauf? Ich fahre immer hin und bin total begeistert und kaufe einfach und ärgere und habe dann eine ganze Menge zu machen oder sowas. Aber das ist tatsächlich das Ding und ich habe das auch immer wieder. Ich denke dann, ah, das ist so ein tolles Angebot und so weiter. Naja, Fehler habe ich auch immer wieder gemacht. Einsame Entscheidung zu treffen, ohne künftige Mitsegler einzubeziehen, ne, Kati? Ich habe, glaube ich, zwei Boote ohne sie gekauft. Und sie war erstmal nicht, die Contest und Gypsy. Also bei Gypsy war ich nicht Stimmt. einverstanden. Ja, oder so. Aber noch ein Boot, glaube ich. Ja, egal. Keine Meinung neutraler Dritter einzubeziehen. Oft ist es dann gerade, wenn das Boot ein bisschen mehr wert ist, super, einen Gutachter mitzunehmen, der versteht, was er da tut. Oder überhaupt einen neutralen Freund, der keine rosarote Brille auf hat, der ganz anders drauf guckt, weil er das Boot nicht haben will, sondern halt Aber eher auch was versteht. auch Ahnung hat, genau, aber halt nicht total verliebt in das Boot ist, sondern eher neutral daran geht an das Ganze. Sich vom Händler oder Verkäufer unter Druck setzen zu lassen, das Angebot gilt nur für kurze Zeit oder ich habe noch einen, der wartet auf einen Rückruf und der wollte das eigentlich schon haben, aber wenn du dich jetzt entscheidest und so, gibt es manchmal so Sprüche. Keine Vergleichsangebote einzuholen, um den Händler oder Verkäufer damit zu konfrontieren. Das Internet, mit dem Internet ist das so einfach. Heute überall auf der Welt kann man Schiffe finden, die baugleich sind und so. Und so kann man das ganz gut vergleichen. Was kostet ein Gutachter? Puh, gute Frage. Ich habe noch nie einen beauftragt. Wir hatten doch, wir hatten einen Stimmt. für die Seebege zur Zulassung. Das hat, glaube ich, 1.500 gekostet in den USA. Aber für einen Bootskauf habe ich das noch nie gemacht. Müsste man wahrscheinlich ein Angebot einholen. Die eigene Bonität falsch einzuschätzen, vor allem was Folgekosten angeht, das sagten wir ja zu Beginn. Genau, Folgekosten außer Acht zu lassen, den Punkt damit doppelt genannt. Absprachen zu treffen, Liefertermin, Ausrüstung und so weiter, ohne sie zu dokumentieren. Ich mache sowas immer sehr gern schriftlich. Ich schreibe Ihnen nochmal eine E-Mail, ja, wie heute besprochen, haben wir, fasse ich hiermit zusammen, wir haben das und das abgemacht und so weiter. Oder überhaupt Absprachen, wann können wir das Schiff denn abholen und so weiter, dann habe ich das schriftlich. Das ist manchmal nicht schlecht, sowas zu haben. Genau, hier kommt schon die Antwort. 500 bis 1000 in Holland kosten Gutachter oder 1200 bis 1000 bis 1600, sagt einer hier. Und dann letztlich den späteren Wiederverkaufswert nicht in die Überlegung einzubeziehen. So, Hilfsmittel beim Bootskauf. Ich habe meist immer für den Kauf selbst einen Kaufvertrag von Pantinius benutzt. Das ist jetzt nicht gesponsert oder sowas, sondern das war das Einfachste. Das machen wir echt nur aus eigenem Quatsch hier. Aber ich fand die jetzt super simpel und toll. Also relativ schlicht auf einer Seite zusammengefasst und weder Nachteile für den Käufer noch für den Verkäufer. Wenn man sich noch mehr absichern will und das Ganze ausführlicher haben will, findet man auf Yacht Online im Serviceteil auch den Kaufvertrag, den die Yacht zusammen mit einem Juristen entwickelt hat. Der hat, glaube ich, drei Seiten dann oder so. Ist ein bisschen umfangreicher und ausführlicher. Da kann man noch mehr Details ankreuzen, glaube ich. Ich habe die Links, wie gesagt, unter diesem Livestream gerade, wenn ihr da guckt, da sind die Links reingepostet. Da könnt ihr direkt draufklicken. Und dann gibt es so ein paar ganz gute Sachen, die die Yacht mal abgewandelt hat von den Testlisten, glaube ich. Checkliste Probefahrt zum Beispiel. Da kann man alles notieren, wie die Eindrücke sind, wie sich das Schiff verhalten hat und so weiter. Kann man auch alles kostenlos herunterladen als PDF und hat ganz guten Überblick, wenn man mehrere Schiffe besichtigt hat, was man da so empfunden hat und angekreuzt hat. Man vergisst das dann immer schnell. Es ist auch immer super, eine Kamera mitzuhaben und so viele Bilder wie möglich zu schießen, weil oft sind Sachen, die hat man gar nicht so auf dem Schirm, wenn man das Boot anguckt und sieht dann abends oder wenn man mehrere Boote angeguckt hat, guckt sich die Bilder nochmal an und vergleicht das alles und da tauchen Sachen auf, die waren einem gar nicht so richtig aufgefallen. Eine ganz tolle Sache ist das Yachtsportarchiv. Da wurden die Yachthefte von 1904 bis 1981 eingescannt und kostenlos ins Netz gestellt, auch per Volltextsuche oder direkt nach Inhaltsverzeichnis durchsuchbar. Und ist ganz toll, wenn man sich für ein älteres Boot interessiert. Ich habe zum Beispiel bei der Contest 33 damals Contest 33 eingegeben, habe sogar unser Schiff in einer Verkaufsannonce aus den 80ern wiedergefunden, witzigerweise. Da waren so ein paar Merkmale, da wusste ich, das ist unser Boot. Und habe einen Reisebericht gefunden von einer Contest 33, die nonstop oder mit wenigen Stops, ich glaube relativ schnell rund England gesegelt ist. Und wusste, das Schiff ist seetüchtig. Also da findet man eine ganze Menge, im Zweifel sogar den Bootstest, wenn die Boote vor 1981 getestet worden sind. Super Sache, findet ihr auch unten in den Links. Jetzt nochmal so ein Beispiel. Was kostet so ein Einstieg eigentlich? Das erzählt Kati. Was?
Nee, okay. Ich habe ich hab das damals mal für die Yacht aufgeschrieben, ein kostenloser Segelsommer. Das war so ein Spezial für Gebrauchtboote. Und ich dachte, naja, wie haben wir da gesagt, was kostet so ein Einstieg überhaupt? Und ich habe in der Redaktionskonferenz gesagt, ich komme drunter, weil ich habe damals ein Boot gekauft, um Kati Segeln beizubringen. Ich war damals gerade Praktikant bei der Yacht und hatte Kati kennengelernt im Studium in Kiel und wollte ihr gerne Segeln beibringen, aber ein Boot zu chartern war ganz schön teuer für mich als Praktikant natürlich. Ich hatte ein Angebot von der Schlei, irgendwie eine ETAP, für Osterwochenende sollte 650 Euro, glaube ich, kosten. Auch viel Geld. Und naja, dann waren wir gerade bei Freunden im Süden. Und ich habe bei eBay bei eBay damals noch geguckt und da stand eine Hurley 22 für 650 Euro gerade und lief noch irgendwie 5, 6 Stunden. Und ich dachte, was für das Geld kann man ja fast ein Boot kaufen. Und habe aufs Konto geguckt, 1300 Euro waren drauf, 1300 Euro Mindestgebot abgegeben. Abends waren wir zum Essen eingeladen und hatten schon längst vergessen, was wir da gemacht haben. Da kam plötzlich eine SMS: Herzlichen Glückwunsch, Sie haben Segeljacht Hurley 22 für 1290 Euro gekauft. So, hatten wir plötzlich ein Boot. Kati sollte natürlich erstmal, wir sind dann erstmal nach Fehmarn gefahren, da stand das Boot. Für Kati war das total beeindruckend, so ein riesiges Schiff. Sie hatte ja noch nie ein Boot gesehen. Und wenn man drunter steht, das Boot an der Werft, dann wirkt das ja noch ein bisschen größer. Vor allen Dingen, wenn man nie ein Boot gesehen hat. Sie sollte natürlich erstmal eine persönliche Beziehung zum Boot aufbauen und hat erstmal Schimmel geputzt, denn das Ding war komplett verschimmelt von innen drin. Teppiche waren schon rausgerissen, ein bisschen Wasser kam auch offenbar durch die Scheibe rein, der Hauptschott hatte Wasser gezogen und es stank erbärmlich. Wir haben dann unter einem Kojenbrett da rechts, wo Kati sitzt, einen kompletten Sack Zwiebeln gefunden von letzter Saison noch. Der war ausgetrieben und es stank übelst. Und wir haben das dann einmal neu gestrichen, das Boot, einmal Farbe gekauft und dann einmal Antifouling gekauft und dann bin ich halt einmal ums Schiff gegangen, 6,5 Meter nach vorne geschliffen, 6,5 Meter nach hinten geschliffen und halt nur so angeraut. Übergänge habe ich mir gar nicht, also abgeplatzt war eh noch nichts, aber Schönheit habe ich mir gar nicht so das Ding gemacht. Es sah halt bloß nicht so richtig gut aus. Und dann einmal mit der Rolle rumgelaufen, 6,5 Meter in die Richtung, 6,5 Meter in die andere Richtung. Zack, hatten wir ein wunderschönes Einsteigerboot für einen Sommer. Außenborder habe ich noch gekauft und konnten damit super nach Dänemark segeln. Und Kati hat Spaß gemacht und es hieß für sie, wir brauchen ein größeres Boot. Ich wusste nur nicht, dass das jetzt Nee, kommt, die nee. Geschichte. Deshalb habe ich gerade so irritiert reagiert. Kostenbilanz am Ende der Saison, denn das Boot haben wir ja wieder verkauft dann. Kaufpreis 1290 Euro, Außenborder gebraucht für 400 Euro, Liegeplatz 500 Euro für den Sommer, Lacke 100 Euro, alles in allem 2290 Euro. Dann haben wir das Boot nach einer Saison wieder verkauft für 2100 Euro, denn es sah ja jetzt wieder schick aus. Also hat der ganze Sommer nur 190 Euro gekostet. Das war ganz gut, ist natürlich nicht immer so möglich. Ich habe mal für die Yacht eine Geschichte gemacht. Wir saßen in einer Konferenz zusammen und haben überlegt, was muss man heute eigentlich ausgeben, um so einen Einstieg zu wagen? Und wir haben mal so gesagt, boah, 10.000 Euro bestimmt. Und ich bin mal rumgefahren und habe mir ein paar Schiffe angeguckt, die man für 10.000 Euro kriegen kann. Und bin rumgefahren, erstmal nach Kiel hoch. Und wollte mir eine Amethyst 27 angucken. So eine hatte ich schon mal. Die waren Blackheather Moor irgendwie von Derberg gebaut. Meistens haben die die Kaskos gebaut und die eigene haben die selbst ausgezimmert. Es gab, glaube ich, wenige, die fertig komplett werfgebaut waren. Und deshalb sind die immer ein bisschen anders. So präsentierte sich das Boot bei der Besichtigung. Und der Eigner war auch nicht so richtig, also er kam nicht drauf, die Plane runterzuziehen. Und man sah auch, die war auch schon so lange. Und weil ich das Boot nicht kaufen wollte, habe ich auch nicht gesagt, ziehen wir mal die Plane runter, sondern habt das so fotografiert. Aber wenn man wirklich Kaufabsicht hat, dann sollte das schon drin sein. Ich bin dann unter der Plane durchgekrochen und war innen relativ überrascht, weil das Boot war echt gut ausgebaut, alles mit Teaksperrholz. Gut, die Bezüge waren so ein bisschen puffig, die hätte ich wahrscheinlich dann schnell ausgetauscht. Diese Aber Pauli-Edition ist das hier. auch der Motor war gut in Schuss, an Deck war eine Menge Teak, auch super verlegt und so weiter. Und für 10.000 Euro, wenn man das mal sauber macht, das Boot, wäre das ein tolles Einsteigerboot. Das nächste Boot, das ich mir angeguckt habe, stand an der A1 bei einem Händler hier oben in Hamburg. Auf dem Trailer, der war jetzt nicht dabei, sollte auch 10.000 Euro kosten halt. Was war das, eine Geno Sangria. Die war wirklich gut in Schuss noch. Original Gelco, super aufpoliert noch. Man sieht, die war irgendwo binnen unterwegs mit dem Kennzeichen da drauf. Innen drin, auch relativ gut im Schuss. Irgendwo am Fenster hat es geleckt, da war so ein Wasserfleck auf dem Polster.
Der Motor, ein Renault-Diesel, haben sie selten gebaut damals, aber hier sieht man irgendwo am Zylinderkopf war so ein bisschen Rost und ein bisschen sah der irgendwie aus, als ölt der. Aber wie gesagt, so ist mir eigentlich lieber, als wenn er penibel geputzt ist und dann sich erst bei der Probefahrt oder nach der Übernahme rausstellt, dass da irgendwas im Argen ist. Sieht aus wie ein Dynastarter, ne? Zwei Keilriemen drauf. Kann sein, dass der mit der Lichtmaschine andreht, das Ding. Ja, genau. Und das dritte Boot, da war ich echt überrascht, weil der ist immer weiter im Preis runtergegangen und der war nachher weit unter 10.000 Euro und er ist das Ding nicht losgeworden. Eine Najade 900. Und da hatte ich. Wo ist denn Theo? Okay, mal nachgucken. Der ist aus der Kamera gerollt, glaube ich. Aus dem Bild gerobbt. Das Boot hatte ich schon mal bei Yachtsportarchiv gefunden. So eins. Und da ist damals einer rund Kap Hoorn gesegelt. Der hat sich, glaube ich, sogar ein Ölfass ins Cockpit gestellt und also ein Dieselfass. Und hat dann die ganzen Magellanstraßen und alles Mögliche erkundet und so weiter. Und ich wusste, das Ding ist relativ seetüchtig, war ewig in Familienbesitz und auch entsprechend gepflegt, so alles im Stile der 70er noch, super klar lackiert. Sieht super aus. Aber es wurde auch viel neu gemacht schon, viel neue Winschen. Hier der Kocher war brandneu mit Glasplatte sogar drauf und so weiter. Das war echt gut in Schuss. Und das Ding ist, glaube ich, nachher weit unter 10.000 weggegangen. Und ich habe mich echt Boah, gefragt, ist warum. richtig schön. Wenn wir nicht schon ein Schiff gehabt hätten, dann hätten wir das wahrscheinlich gekauft. Also selbst mit 10.000 Euro kriegt man schon einen super Start hin. So, jetzt kommen wir zu einem Thema, für das ich euch sensibilisieren will, denn es passiert immer wieder, nämlich Betrugsversuche beim Bootskauf. Erstens Scheckbetrug. Kennt man aus dem Autokauf und ich habe selbst mal so eine Geschichte erlebt vor vielen Jahren und meistens beginnt es mit einer spannenden Geschichte, denn die Leute sind sehr erfinderisch. Ich wollte mir, als ich 18 war oder 19 war, ein Auto kaufen. Und da stand ein Jeep Cherokee in England zum Verkauf. Für viel, viel weniger Geld als normalerweise angegeben. Also als sie normalerweise wert sind. Und ich dachte, da ist doch irgendwie ein Haken dran, ne? Oder halt irgendwie ein Schnäppchen. Irgendwie ein Grund muss das haben. Und habe den gemailt. Und tatsächlich sagte er, nee, der Preis stimmt schon und so. Ein Drittel von dem, was es normal kostet und so weiter. Ich habe, so sagte eine Frau, meine Frau geantwortet. Und die sagte, sie hat sich von ihrem Mann scheiden lassen. Und das Gericht hat gesagt, er muss ihr ein gleichwertiges Auto geben, weil er den BMW mitgenommen hat und hat ein gleichwertiges Auto gekauft. Aber weil er ihr eins auswischen will, hat er einen Linkslenker gekauft. Und damit kann sie ja in England nicht viel anfangen. Also, naja, man kann damit rumfahren, aber das macht nicht so richtig Spaß beim Überholen und so weiter. Und so war die Geschichte. Das war garantiert irgendwie getürkt oder sowas, ne? Aber die haben immer echt gute Ideen für solche Betrugsversuche. Und Scheckbetrug tritt immer wieder mal auf. Es gab mal einen Typen, der hat einen Autopiloten verkauft für 500 Euro inseriert irgendwo im Netz. Und da kam dann ein Interessent auf ihn zu und also hat eine E-Mail geschrieben und sagte, den will ich gern kaufen. Ich schicke dir einen Scheck über 500 Euro und Versand wollte er mitzahlen. Und du schickst mir den einfach zu. Und dann kam der Scheck tatsächlich an, aber nicht über 500, sondern über 5.000 Euro. Und da war der Mann natürlich überrascht und sagte, hat ihm dann eine E-Mail geschrieben, da muss irgendwie was schiefgelaufen sein, warum schickst du mir denn einen Scheck für 5.000 Euro? Und er sagte, ups, ja, ich bin wirklich im Komma verrutscht, ich habe das abends so schnell noch gemacht nach der Arbeit und so und irgendwie nicht konzentriert, aber weil du so ein ehrlicher Kerl bist, tust mir einen Gefallen, löst den Scheck ein auf 5.000 Euro und überweist mir einfach 4.500 wieder zurück und behältst noch 50 Euro extra, weil du so ehrlich bist oder sowas. Ja, hat der tatsächlich gemacht wohl. Und das Problem ist bloß, dass man Schecks bis 180 Tage nach Wertstellung, glaube ich, wieder zurückziehen kann. Und naja, und so waren dann plötzlich die 4.500 Euro, die er überwiesen hat, weg. Und dieser Scheck hat mein Mann Leser geschickt, glaube ich. Der wollte ein Schiff verkaufen, ein Trailerboot, irgendwo in der Nähe von Hamburg, und hat eine Anfrage aus Irland gekriegt. Die Geschichte war die, ein Regisseur wollte einen Film drehen in Irland und brauchte ein Boot dafür und hat im Internet recherchiert. Und das Boot war perfekt dafür, genauso wie im Buch beschrieben oder im Drehbuch. Und das wollte er unbedingt haben und wollte auch gar nicht handeln und so weiter. Und er sagte, pass auf, ich schicke dir einen Scheck für das Boot und ich schicke dir ein bisschen mehr, 3.000 Euro mehr oder sowas. Und du überweist das Geld einfach, was mehr ist, an eine Spedition in der Gegend oder sowas. Also da gibt es verschiedene Variationen von diesem Trick. Da kommt tatsächlich ein Scheck, der mehr wert ist als das Boot. Und er soll das Geld dann weiter überweisen an eine Spedition. Entweder gibt es diese Spedition, die holt das Boot tatsächlich ab, oder die Spedition gibt es gar nicht, sondern das Konto ist auch der Mann, der den Scheck geschickt hat oder sowas. Was aber in jedem Fall passiert dann, ist, dass der Scheck zurückgezogen wird und das Geld ist weg.
Entweder Geld und Boot oder halt nur Geld. Ne? Ich Also finde Scheckbetrug, ich finde das so, ich weiß auch nicht, ist auch, irgendwie. glaube ich, weniger geworden, aber es gibt immer noch. Ich habe auch schon ein paar Anfragen gekriegt. Verrückt, Ja. oder? Ja. So. Das ist irgendwie, weiß ich auch nicht, wie Donald Duck oder so, Gott, Onkel Dagobert. Hat der nicht Schecks gehabt? Dann gibt es die Sache mit falschen Seriennummern und überhaupt, meistens sind Schnäppchen, weil die Leute schalten ja das Hirn aus, wenn sie irgendwo ein Schnäppchen sehen. Geht mir auch so. Ich kann es Es gab bestätigen. mal eine Geschichte, hat mir ein Leser diese Bilder geschickt hier. Da war eine Hanse, irgendwas in der 40 Fuß, glaube ich, in Rumänien angeblich. Irgendwo, es gab auch eine tolle Geschichte dazu, das Schiff sollte da für Weltumsegelung vorbereitet werden oder überholt werden oder irgend sowas war das und lag nun in Rumänien an einem Fluss, war irgendwie erst mit dem LKW und dann mit dem Fluss und so und lag da jedenfalls zur Besichtigung und naja, und es war für, ich glaube, 2/3 oder sogar nur die Hälfte des eigentlichen Marktwertes inseriert. Und da haben sich natürlich sofort Leute gemeldet und haben gefragt, wo ist der Haken? Und er sagte, Verkäufer, ja, es liegt in Rumänien halt, es muss dann im LKW abgeholt werden und so, weil das irgendwie, was wir vorhatten, ist geplatzt. Und es gibt natürlich bei so einem guten Preis jetzt mehrere Interessenten. Und wenn du es haben willst, musst du sofort eine Anzahlung leisten. Und darauf sind sie immer aus, diese Anzahlung zu kassieren. Ne? Und da wird dann sofort Geld überwiesen und dann gibt's das Schiff gar nicht. Und naja, der Mann wurde misstrauisch und hat dann nachgefragt, ob er nicht mal irgendwie einen Beweis haben kann, dass das Schiff wirklich existiert. Und da hat er dann diese Bilder gekriegt hier. Wenn man es ein bisschen näher macht, sieht man, dass da irgendwie, naja, das erkennt man, glaube ich, auf dem Monitor nicht so richtig, auf dem Fernseher, dass der Strichcode, hier die Seriennummer irgendwie so ein bisschen merkwürdig aussieht da oben drauf. Ist auch nicht eingeprägt, sondern aufgeklebt. Hier bei der Seriennummer des Schiffes erkennt man es noch besser, dass hier Photoshop oder ja, eher irgendwie Paint oder sowas. Gerade die ist so Ja, super in Paint, die hätte es noch besser sehr gut hingekriegt. gleich da drin. Genau, dass hier irgendwas getürkt ist. Also da immer vorsichtig sein. Das gibt es auch genau andersrum, nämlich mit Identitätsklau. Es gab mal einen Typen, der wollte sein Boot verkaufen und hatte das für einen marktüblichen Preis angeboten. Und da kam eine Anfrage aus dem Ausland irgendwie. Da sagte jemand, ja, ich will das Schiff unbedingt haben. Ich suche schon seit längerer Zeit nach genau diesem Modell. Ich brauche es auch gar nicht anzugucken oder Probe zu segeln, denn ich habe es schon Charter gesegelt und kenne das Boot genau, dieses Modell. Und genau, ich will es unbedingt haben. Und bevor es die mir jemand anders wegschnappt, würde ich dir gern sofort eine Anzahlung überweisen, damit du mir das Schiff sicherst. Und ich komme dann und hol's ab. So, und erstmal gehen natürlich, puff. Anzahlung, Schiff verkauft auf einfachste Art und Weise, ohne groß hier Gutachter oder sonst was oder irgendwelche Scherereien, sondern sofort das Schiff verkaufen. Da denkt man natürlich erstmal, klasse, mache ich. Und dann kommt allerdings der Interessent um die Ecke und fragt, ja, aber du weißt doch bestimmt, dass es so viele Betrugsversuche im Internet gibt. Kannst du mir nicht mal, um sicher zu gehen, dass ich nicht betrogen werde, irgendwie Schiffspapiere schicken und eine Kopie von deinem Personalausweis? So, und der Verkäufer denkt natürlich gutgläubig, na gut, der will auf Nummer sicher gehen, das ist ja super, es ist ja wahrscheinlich unwahrscheinlich, dass es ein Betrüger ist, wenn er schon auf Betrüger ihn anspricht oder sowas. Naja, auf jeden Fall schickt er dann gutwillig seine Schiffspapiere und Personalausweiskopie raus. Kurze Zeit später ist das gleiche Schiff mit den gleichen Bildern nochmal inseriert, an einem anderen Liegeplatz, mit einem deutlich geringeren Preis. Und dann kommen natürlich immer wieder Leute, die fragen, was ist nur der Haken oder sowas an dem Ding. Hier, das Schiff liegt in Rumänien, die gleiche Geschichte nochmal. Und wenn die Leute dann jetzt wieder nach den Seriennummern oder irgendwas fragen wollen, sicher gehen wollen, dass die Anzahlung, die sie überweisen, wirklich sicher ist, dass das Schiff existiert, dann sagt der Mann, kein Problem, ich schicke dir einfach meine Schiffspapiere und meine Personalausweiskopie. Zack, blöd gelaufen. Also da unbedingt aufpassen. Mir ist das selbst mal passiert. Das Schöne ist ja, dass du alles selber erlebt hast, ne? Ja. Oh, ne, guck, jetzt ist er. Genau. Ich wollte mal für uns, unsere Langfahrt, ein Schiff kaufen. Und zwar eine Contessa 32. Von der hatte ich viel Schönes gehört. Die stand in einer Bootsbörse im Internet, Cursus de Barcos. Ich glaube, das ist eNautia jetzt oder sowas. So eine Mittelmeerbörse im Prinzip. Die haben jetzt auch inzwischen gesichertes Schiff also so ein Haken, dass die Schiffe wirklich existieren dahinter. Und naja, auf jeden Fall war das so eine klassische Annonce, wie sie es häufig versuchen. Das Schiff in der Totalen, so ein paar Bilder, die einen Eindruck verschaffen und ein Bild von zwei Kindern, zwei Mädchen, vorne am Vorschlag. Das sieht man da so ganz klein darunter. Das schafft so Verbindung und Persönlichkeit oder sowas halt irgendwie, dass die Leute denken, naja, guck, der stellt Bilder von seinen Enkeltöchtern da rein oder sowas, den würde es wirklich geben oder So sowas. auch bei Johannes. Genau.
Ich habe also einen Termin abgemacht. 12.000 Euro war deutlich unter Marktwert, den das Ding kosten sollte. Und was mir aufgefallen ist, ist, das Ding hat einen Holzmast. Ein bisschen skeptisch war ich ja und habe die Klassenvereinigung gefragt, ob da mal bekannt gewesen ist, dass da einen Holzmast hatte, ob die so gebaut worden sind und so weiter. Und die schrieben mir dann zurück, ja, es gab tatsächlich mal eine in der Nähe von Alicante, da lag die auch. Die hatte einen Mastbruch und hatte dann einen Holzmast. Also das Schiff muss es irgendwann mal gegeben haben, aber offenbar jetzt nicht mehr. Hier sieht man es nochmal in groß, genau. Sah auch typisch aus wie Mittelmeer. Hier Bimini drüber und Holzmast halt auffällig. Ich bin also da runter geflogen, habe natürlich so billig wie möglich. Freitag nach der Arbeit bin ich zum Flughafen, bin nach Amsterdam geflogen, habe die ganze Nacht da auf der Bank geschlafen. Am nächsten Morgen ging der Weiterflug nach Alicante. Morgens um 10 war ich mit dem Verkäufer in Alicante verabredet und bin da hingefahren mit einem kleinen Mietwagen, der 17 Euro am Tag gekostet hat. So billig wie möglich natürlich alles. Und bin dann da angekommen, saß dann in einem Hafen da unten und niemand kam um 10. Und um 10:30 dachte ich, naja gut, dann suche ich das Schiff schon mal und bin durch den ganzen Hafen gelaufen. Um 11 Uhr oder kurz nach 11 war ich fertig mit dem Hafen und habe das Schiff nicht gefunden mit dem Holzmast, weil ich dachte, der fällt ja auf, den muss ich ja von weitem sehen. Und habe ihm dann irgendwann gegen Mittag eine SMS geschrieben und so. Und er sagt, ja, ich bin, das Schiff ist nicht da, weil wir haben keinen Liegeplatz da, sondern wir sind gerade auf See mit dem Schiff, aber wir kommen da jetzt hin. Ich habe das bloß gesagt, weil das ein schöner Treffpunkt ist und so. Und irgendwann 13 Uhr, 13:30 Uhr, in der absoluten Flaute, kam dann endlich ein Boot am Horizont hoch. Und ich dachte, das sind sie jetzt endlich. Irgendwann sind sie eine Wende gefahren in einem wenigen Wind und sah im Profil, das ist ein ganz anderes Boot. Und dann 15 Uhr oder sowas rief ich ihn an. Und er sagt, ja, wir sind jetzt gerade angekommen an einer Mooring um die Ecke. Wir kommen gleich mit dem Schlauchboot rein und holen dich dann ab. Und inzwischen war es dann, glaube ich, bald. Nee, andersrum, genau. Ich bin dann hoch auf den Berg gefahren und habe geguckt, ob auf der anderen Seite tatsächlich ein Mooringfeld ist, aber da war keins. Und ich schrieb ihm nochmal, wo ist denn das Mooringfeld? Er sagte, du kannst das nicht sehen, da ist der Fels im Weg und so weiter. Aber jetzt irgendwie 16:30 Uhr oder sowas, kommen wir dich wirklich gleich mit dem Schlauchboot holen und so weiter. Und da wurde es mir dann zu komisch. Kurz vorm Sonnenuntergang oder überhaupt den ganzen Tag haben sie mich dann in der Sonne sitzen lassen. Und ich hatte 2000 Euro Anzahlung dabei, weil ich natürlich dachte, wenn das so ein Schnäppchen ist, dann unterschreibe ich gleich. So, Ohne davor zu schlafen. ohne Nacht drüber zu schlafen, genau. Und habe ihm dann geschrieben, ne, so wird mir das alles zu komisch. Ich sage jetzt ab, ich fahre ins Hotel und war natürlich tierisch ärgerlich. Und am nächsten Tag ist das Boot wieder hochgegangen. Nee, andersrum ist das Boot auf, eigentlich war es glaube ich 14.000 Euro, genau. Dann ging es auf 12.000 Euro. Das erste Bild war jetzt schon, ich hatte ganz zu Beginn keinen Screenshot geschossen. Das waren glaube ich 14.000 Euro. Dann ging der Preis auf 12.000 Euro runter. Ich habe ihm nochmal, nee, andersrum, er hat mir dann plötzlich aus dem Blauen heraus irgendwie eine SMS geschrieben und hat mir geschrieben, sag mal, waren wir nicht gestern verabredet, aber du warst nicht da oder sowas. Und ich denke, was? Hä? Irgendwie hat er mehrere Kontakte da gerade, die er nicht irgendwie, also ganz merkwürdig. Und dann, ich glaube, eine Woche später war der Preis offenbar da jetzt zu niedrig und hat zu viel Skepsis geweckt oder sowas, dass der Preis dann plötzlich wieder auf 18.000 Euro hochging. Also ganz, ganz merkwürdig, was da abgelaufen ist. Und ich denke, aus sowas habe ich gelernt. Letzte Woche, nee, ich glaube vor 3 Tagen oder sowas, kriege ich von Inautia, die gleiche Börse, ich habe hier Das hast du mir noch gar nicht erzählt. so ein Alert programmiert, kam sogar zweimal, zwei verschiedene Boote. Der eine war eine Athena 38 und dann eine Venezia 42, das war jetzt das zweite Boot, beide so um die 33.000. Und das ist natürlich, ich habe einen Alert hier, Katamarane über 10 Meter unter 120.000, nur mal so Interesse halber, nicht, dass wir uns das leisten können gerade. Aber da kam ein Schiff hoch, das normalerweise so 150.000 wert ist oder ein anderes noch, das so 110.000 wert ist etwa. Das habe ich dann angeschrieben, weil, also man ist ja im Zwiespalt, ne? Man denkt, ja klar, das ist Betrug für 30.000 Euro oder sowas, ne? Aber andererseits dachte ich dann, oder das ist kaputt, das Ding, das ist irgendwie umgefallen im Sturm oder sowas, die Kiele abgebrochen, der Mast runter oder irgendwas, vielleicht ist das wirklich ein Schnäppchen. Das stand auch für weitere Informationen, bitte anmailen. Und ich habe jetzt preisgegeben, meinen Namen, also eigentlich nur meinen Vornamen, aber in meiner E-Mail-Adresse ist auch mein Nachname drin, meine Telefonnummer angegeben und damit können die schon eine ganze Menge machen, ne? Das hast du Also, mir ja noch gar nicht erzählt. Aus gutem Grund, Johannes. selbst wenn man so viele Jahre Erfahrung hat, kann man immer wieder irgendwie Blödsinn machen. Naja, Was so. Besonderes? Jetzt kommen Haben wir ein wir. Boot für 33.000 gekauft, oder? Nee. Jetzt, ich gucke noch mal kurz, ob irgendwelche.
irgendwelche Sachen aufkamen. Keine Shark angeguckt, doch vom Shark hatten wir tatsächlich Shark 24, ja, 2001 bis 3 hatten wir eine. Wie viele Motorstunden sind ungefähr möglich bis zum Austausch eines Motors? Boah, das ist total unterschiedlich von Motor zu Motor. Bei Yanmar sagt man eigentlich, Yanmar sind die Industriemaschinen, die sind ja dafür gebaut, dass die den ganzen Tag laufen. Und sagt man eigentlich so 6.000 bis 7.000 Stunden, dann werden die einmal general überholt, dann laufen die nochmal so viel etwa. Ich habe allerdings schon in der Karibik Boote gesehen, also ein baugleicher Katamaran mit unserem, der hatte 9 und 9.500 runter auf den Dingern, die waren noch nicht general überholt. Und jetzt sagte mir mein Chef neulich, er war auf dem Charterboot, das hatte 17.500 Stunden runter. Kommt immer drauf an, das waren auch Yanmar, die halten wirklich, wirklich lang und kommt immer auf die Pflege an. Wieder gepflegt ist, wenn da ständig Ölwechsel und alle Intervalle eingehalten worden sind, dann halten die deutlich länger und vor allem stehen sich die Dinger eher kaputt, als dass sie sich kaputt laufen. Wenn die regelmäßig laufen, gerade in Charterbooten und so weiter, dann müssen 5.000, 6.000 Stunden nichts Schlechtes sein. Yes. Dazu passt die Frage, was ist besser, weniger Motorstunden oder jüngerer Genau, Motor? kommt drauf an halt. Also im Zweifel stehen die sich eher kaputt, als dass die sich kaputt laufen, die Dinger. So. Genau, nächstes Thema. Auf das bestimmt viele bis zum Ende jetzt gewartet haben. Tipps für den Verkauf. Das habe ich heute noch ergänzt, weil ich blöderweise, ich dachte, ich hätte noch Tipps da in dem Vortrag drin und habe das ja bei dem Teaser gesagt, dass auch Tipps für den Verkauf kommen. Also habe ich gestern Abend und heute Morgen noch was reingefummelt. Aber ich glaube, die sind ganz gut. Jetzt bin ich gespannt, das kenne ich auch So, nicht. wenn man sein Boot nur loswerden will, man sagt ja, es gibt zwei schönste Tage im Leben eines Bootseigners. Der Tag, an dem man das Boot kauft. Und der Tag, an dem man das Boot wieder verkauft. Und das erste ist meist ziemlich sehr, sehr viel einfacher als das zweite. Denn der Markt ist überfrachtet gerade. Man sieht ja die Bevölkerungspyramide. Es kommen leider sehr wenig junge Segler und Bootsfahrer nach. Und jetzt inzwischen gibt es wieder so eine Bewegung, haben wir den Eindruck, haben uns mal drüber unterhalten. Also die Leute, das gleiche bei Campern oder so. Ich kenne auch viele in unserem Alter, die gerne campen. Die Generation davor, die mussten mit den. Oder also ein Stück davor kannte ich noch viele, die mit den Eltern immer auf dem Campingplatz mussten und deshalb selbst keinen Bock dazu hatten. Und jetzt sind wieder die, die das von den Erzählungen der Großeltern irgendwie noch kennen und das ganz spannend finden. Und so auch mit Seglern. Also ich habe den Eindruck, es kommt wieder so ein bisschen, aber müssen wir mal abwarten. Aber trotzdem ist natürlich im Moment schwer, ein Boot loszuwerden. Jetzt natürlich noch schwieriger mit Corona und allem Mist. Und man guckt natürlich, wo kann ich es am besten inserieren. Yacht World ist eine super Seite, kommt man aber nicht rauf, weil nur Händler. Deshalb fällt das schon mal weg. Ansonsten gibt es eine ganze Menge Börsen natürlich im Internet. Boat24 ist eine ganz, ganz gute aus der Schweiz. Aber ich habe ja vorhin diese Übersicht gezeigt. Man ist erstmal überwältigt von der Anzahl an Börsen und weiß nicht so recht, wo ist jetzt der Idealplatz für mein Boot. Was manche nicht so richtig parat haben, aber was auch sehr beliebt ist, ist eBay Kleinanzeigen. Auch für Ausrüstung und so weiter, wird immer beliebter. Ich habe sogar manchmal den Eindruck, das springt bald über die ganzen Bootsbörsen. Denn also da sind die ganzen Boote inseriert. Man kann da halt echt auch nur nach Segelbooten gucken. Und das sind in diesem Fall dann 5.509 Segelboote, die gerade in Deutschland inseriert sind. Das ist schon eine ganze Menge. Also das auch auf dem Zettel haben. Man sollte es natürlich möglichst optimal inserieren, das Ganze. Wenn da sowas steht, ich meine, er hat schon mal mit vielen Wörtern gearbeitet, die auch, wenn man was sucht, dann irgendwie zu finden sind. Segeljacht, Alu, Werfbau, Leben an Bord mit passendem Liegeplatz. Taucht im Prinzip, auch wenn man Liegeplatz sucht, taucht das auf. Aber es sind keine Bilder. Und das habe ich schon relativ oft gesehen und frage mich immer, warum. Jemand schreibt, verkaufe Segeljacht so und so lang, Bilder folgen. Ja, dann kann er sich das auch sparen, oder? Wenn da keine Bilder oder Eckpunkte sind oder sowas. Und hier halt auch. Hier steht im Prinzip nur drin, dass das Schiff 16 Meter lang ist, steht hier unten. Da ist jetzt gerade unser Banner drüber und sich zum Wohnen eignet. Aber sonst nicht viel Informationen dazu. Deshalb am besten auch da erstmal die Fragen stellen, was wollen wir dem Verkäufer, dem Käufer, dem Potenziellen eigentlich vermitteln mit der Annonce und wie können wir ihn kriegen? Wir wollen erstmal in dem Käufern die Fantasie wecken. Das ist klar. Die sollen sich da reinversetzen in das Boot und sich vorstellen, es wäre ihr eigenes. Schon vor der Besichtigung im Prinzip das Gefühl haben, dass sie das Schiff kennen. Deshalb möglichst viele Bilder. Sie sollen das Gefühl bekommen, ein ehrliches Boot zu kaufen. Deshalb möglichst viel Informationen über Zustand und all solche Sachen.
und halt über den Pflegezustand, über die Bilder kann man das gut transportieren. Ich habe damals, da komme ich gleich nochmal Ja. drauf zurück, als wir unsere Contest 33, die erste, verkauft haben, habe ich das Boot bei eBay inseriert und ich glaube, Sofortkaufpreis waren, glaube ich, 11.500. 9.500 haben wir es gekauft und haben wir viel Arbeit und Geld reingesteckt und 11.500, glaube ich, war es inseriert dann sofort kaufen, also ein bisschen niedriger und dann halt Sofortkaufpreis, glaube ich, 11.500. Morgens um 3:30 Uhr klickte jemand auf Sofort kaufen. Und Aber wieder Betrug. ich dachte auch, da hat wieder irgendwie rumgespielt oder wir sind gehackt worden oder keine Ahnung, was man immer da denkt. Aber tatsächlich, ich hatte in dieser Annonce alles aufgelistet, dass Ölwanne leckt und das kaputt ist und das zu machen ist und Osmose hat es auch und wir haben es nur zugeprokelt und alles, was zu tun ist. Es war so eine lange Liste an Negativpunkten. Und naja, auf jeden Fall kam eine Woche später der da drauf geklickt hatte. Das war ein Mann, der war, ich glaube, Anfang 50 oder so, ne? Hat sich das Boot angeguckt und sagt: Ja, genau so habe ich es mir vorgestellt, denn noch mehr kann ja nicht kaputt sein an dem Schiff. Von daher ist es immer super, ehrlich zu sein bei den ganzen Sachen. Und die Leute sollen sich auf dem Boot zu Hause fühlen. Schon in der Annonce im Prinzip sich vorstellen, sie würden da einziehen in das Boot. Deshalb alle persönlichen Sachen am besten schon von Bord oder zumindest das Nötigste. Es können ein paar Bücher stehen, ist immer schön, wenn so eine Bücherwand sieht ja im Haus auch wohnlich aus oder sowas. Aber das möglichst schier und clean machen, Nicht irgendwelche das Ganze. Fotos oder sowas. Genau, keine privaten Sachen an der Wand hängen oder irgendwie unter der Wäsche über der Reling hängen haben oder was auch immer. So. Denn wir wollen den Eignern natürlich die rosarote Brille aufsetzen. Das ist ganz witzig, weil ich ja vorhin erzählt hatte, wir müssen die verlieren, wenn wir ein Boot angucken. Aber als Verkäufer möchte man die natürlich den Eignern doch aufsetzen. Man möchte natürlich nichts kaschieren, weil das ist nicht Nicht ehrlich. täuschen. Genau. Aber man möchte ihnen natürlich das eigene Boot schmackhaft machen. Zu Recht. Deshalb richtet man es natürlich auch möglichst schön her. So. In den meisten Börsen findet man allerdings nur reine Annoncen, also so ganz schlicht und einfache Sachen. Da sind zwar die Eckpunkte alle festgesetzt und Liegeplatz und zwei Bilder hier zum fast abgeschnitten sogar hinten und eins direkt von vorne, die sind nicht so richtig aussagekräftig. Deshalb das am besten ein bisschen aufpeppen. Wichtig erstmal gute Bilder. Die hat ein Freund geschossen, als wir in Florida lagen hier, der war zufällig gerade in Miami und kam da vorbeigefahren und hat unser Boot echt super in Szene gesetzt. Und da sieht man mal, wie das aussieht, wenn ein Profi-Fotograf da dran ist. Auch innen, das sieht so richtig schick und modern und geräumig aus und auch die Achterkabine und so weiter. Echt schick gemacht. Und deshalb sieht man, wichtig sind echt gute Bilder, die tragen das Ganze. Ja, und außerdem viele Detailfotos machen. Totalaufnahmen, sagte ich ja vorhin schon bei den Geldcode-Schäden und so weiter. Also in der totalen trügen manchmal so ein bisschen. Ne? Das Boot sieht zwar von weitem, jedes Boot sieht von weitem super aus. Wenn der Riss schick ist und halbwegs irgendwie aufpoliert ist und nicht verranzt und grün. Aber wenn man dann näher rangeht und auch ans Teak Deck und all solche Sachen und so weiter, dann kann das schon ganz anders aussehen. Deshalb auch vorne in der Annonce schon gute Detailfotos drin haben, dass man so ein bisschen das Gefühl bekommt, das Boot ist bis ins Detail schick und gut. Details vom Teak Deck, sagte ich ja gerade, keine freien Schraubenköpfe zum Beispiel, solche Sachen, glänzendes Gelcoat, keine Macken. Aber wenn so ist, dann auch das eigentlich Genau. dokumentieren, ne? Wenn es so ist, ja, genau, dann auch das dokumentieren. Maschinenraum, Polsteroberfläche nicht abgerieben und so weiter, wenn es denn so ist. Ne? Wenn es nicht so ist, dann möglichst auch dokumentieren, dann haben sie das Gefühl, das ist ein ehrliches Boot. Besichtigung soll eigentlich dann nur noch die Vervollständigung des Eindrucks sein. So, im besten Fall, wenn man das Boot optimal verkaufen will. Ne? Ich finde das eigentlich total wichtig, auch zu sagen, auch die Fehler halt zu dokumentieren, Ja, habe ich ja vorhin, weil, genau. ja, hast du es schon gesagt, aber ich wollte es nur noch mal bestätigen, weil genau das, also es gibt nichts Schlimmeres, finde ich, also ob Boot oder irgendwas anderes kaufen, Auto oder sowas, man fährt hin und hat sich irgendwie schon die Vorstellung gemacht, so, ich nehme es mit oder keine Ahnung, und dann ist es ein richtiges Gelumpe, weil einfach keine Fotos davon gemacht wurden, weil man versuchte das zu, also naja. Mit jedem uninteressanten oder schlechten Foto verliert man Interessenten. Also das geht vor allem auf die schlechten Fotos. Wenn das nichtssagend ist, ein Boot unter der Plane, wie ich es vorhin da fotografiert habe oder sowas, habe ich auch schon so inseriert gesehen. Man sieht nur die Plane und den Kiel unten rausgucken und so weiter. Da klickt keiner drauf, da fragt keiner an. Uninteressante Bilder sollte man auch nicht zu viele haben. Ich habe schon Leute gesehen, die haben in ihre Werkzeugkiste rein fotografiert, was da alles drin ist. Und so, und was alles mit dem Boot verkauft wird und in die Schränke, was da drin steht und so weiter. Und das ist ein bisschen doll.
Und unbedingt hinten dran auch ein paar Bilder zum Träumen, wo das Boot schon war und dass die Leute sich reinversetzen können. Natürlich nicht irgendwie Reisebilder hier mit Kindern an Deck und sonst was alles und so und wie die Oma auch mal zu Besuch war oder so, sondern halt so richtig Bilder, die die Sehnsucht wecken. Denn wie Bastian Haug mal sagte, alle Segler sind Träumer. Das steht vorne in seinem Buch drin und das ist wirklich so. Also da kann man viele Segler abholen, weil jeder sich ja irgendwie im Büro spätestens oder sowas durch Blogs klickt und vorstellt. Ist ja auch so einfach. Theoretisch könnte man ja mit jedem kleinen 9-Meter-Boot auf Langfahrt gehen. Und naja. Tolle Sachen sind Walkthrough-Videos. Das habe ich hier von einem amerikanischen Händler. Die machen das sehr gerne. Und das kann eigentlich jeder machen. Mit dem Smartphone einfach mal, hallo, eine Kamera. Das sind meist Broker, die normalerweise die Führung durchs Boot machen. Die machen das jetzt halt auf Video. Und das kann theoretisch jeder mit seinem Boot machen. Man kann da ruhig auch persönlich drauf sein. Ein Kumpel, der einen filmt und man führt den so richtig durch. Hier, das ist unser Boot und ich wollte es euch mal zeigen hier und so weiter. Und das haben wir gemacht und das sieht so aus und so weiter. Also, Videos halt, wie man da durchgeht. Das kann man bei YouTube hochladen und selbst wenn man da nicht unbedingt Zugriffe kriegt, kann man das in der Annonce verlinken oder falls das nicht erlaubt ist, dann zumindest dem Interessenten schicken, den Link. Genau, Toilettendeckel schließen, bevor fotografiert wird, da kommen wir gleich auch zu. Genau, wichtig ist natürlich auch ein Exposé zu haben, wo alles aufgeführt ist, die ganzen Eckpunkte, was alles gemacht ist und das auch ruhig umfangreich und eine schöne Mischung aus Text und Bildern. Reiner Text ermüdet, ernüchtert und man kriegt dann einen ganz guten Überblick über die ganzen Sachen, die an Bord sind, nach Themen sortiert. Innenausbau und Elektrik und Motor und Besegelung und so all solche Sachen. Ein Eindruck soll vermittelt werden durch so ein Exposé des Bootes komplett und den Extrapreis, wenn es ein teures Boot ist, wert. Und also man bekommt da so ein Vollständigkeitsgefühl oder merkt auch schon, AIS ist nicht da, gut, das muss ich noch aufrechnen oder sowas. Man kann halt kalkulieren. Ich hoffe, das ist in Ordnung, dass ich diese Website benutzt habe. Andrea hat immer ganz viele Sachen von uns geteilt. Die hat eine tolle Website gebaut, um ihre Heidelberg Rassi zu verkaufen. Sie war hier auch vor 2 Wochen im Chat und hat Eben war sie auch da. gesagt, war auch da sehr gut. Genau, und mir fiel keine andere gute ein gerade. Es ist nämlich super, eine eigene Website zu bauen, wenn man es denn kann. Und es ist relativ einfach geworden, sowas zu machen. Jetzt sind die Credits sogar noch unter, sehe ich gerade. Ups. Scheiße. Musst du uns eine Mitte machen? Ja, jetzt schiebe ich uns in die Mitte. Wollte ich ja. Geht nicht. Ja, Jetzt. setz. Jetzt, genau. So. Jetzt ist korrekt. Für alle, die sich ein Boot kaufen wollen. Genau. Für alle, die sich ein Boot kaufen oder ihr Boot verkaufen wollen, ist es super, so eine Website zu haben, weil man kann da eine ganze Menge transportieren. Bilder, Detailfotos und alle möglichen Informationen und so weiter und kann das auch weitergeben. Solche Sachen, wenn man irgendwo einen Banner hat. Oder irgendeinen Aushang. Wenn man sowas selbst bauen will, geht das relativ einfach heute über WordPress beispielsweise oder Joomla benutzen auch ganz viele. WordPress ist mir vertrauter. Da kann man kostenlos so einen eigenen Webspace im Prinzip kriegen. Das ist im Prinzip so ein Blog-System, aber es eignet sich auch super, wenn man so Reiter ansetzen kann und verschiedene Themen und so weiter. Und das ist wirklich die einfachste Art, glaube ich, weil so eine Website zu bauen, weil es funktioniert ganz ähnlich wie Word im Prinzip, ne? Das ist das Frontend. Schlicht jetzt hier, also Theme Preview, da kann man oben Titel eingeben, hier meine Yacht so und so und dann, das sind die Blog-Einträge, man kann da aber auch Reiter mit jeweiligen Themen, Motor, sonst was und so weiter, Bilder und ja, Jimdo ist richtig super, schreibt einer, da fehlt mir jetzt die Erfahrung, ich habe das letzte Mal, glaube ich, vor 6 Jahren benutzt oder sowas, kann auch sein, dass das inzwischen sehr gut geworden ist und das Backend bei WordPress sieht so aus, also neuen Beitrag einstellen, da gibt man einen Titel ein, schreibt dann einen Text rein, den kann man formatieren, kursiv oder dick oder Bilder, so wie bei Word im Prinzip und dann klickt man auf Veröffentlichen und zack, ist das fertig. Das ist eine ganz gute Sache. Und man hat auf dieser Website noch eine ganze Menge Möglichkeiten, viele Infos unterzubringen. Fotos, Videos, YouTube ohne Ende natürlich, alles kompakt auf einer Seite, die man weitergeben kann. Es gibt, ich habe mal so ein Beispiel hier eingesetzt. Es gab ja diese, ich habe ja von Yacht World und so weiter berichtet, aber das sind nur Seiten, wo Händler inserieren können und sonst gibt es gerade für Katamarane nicht so einen richtigen Anlaufpunkt. Deshalb hat einer eine Seite für seinen, er hat so eine Klassenvereinigungsseite, glaube ich, gebaut, hat die Catamaran Site genannt
und hat dann angeboten, da auch Boote zu veröffentlichen. Und das ist witzigerweise, ich glaube, das ist ein HTML getippt. Das ist Oh, das uralt. sieht richtig Das scheiße sieht aus. richtig schlimm aus. Aber das ist, glaube ich, der Anlaufpunkt gerade für Katamarane. Also es sind unheimlich viele. Wir waren da auch inseriert. Ich glaube, es kostet irgendwie $60 oder sowas für 3 Monate. Oder 80 sogar oder sowas. Und Er macht sich aber auch viele Mühe das dann. ist das Geld eigentlich wert, weil er das alle selbst tippt. Aber man kann hier Larger Multi-Hulls habe ich geklickt und dann sieht man eine Liste von Booten, die und auch wo die liegen gleich. Und also total kryptisch alles gebaut. Aber er hat sich echt Mühe gegeben. Erstmal so ein Vorschaubild, ein Beschreibungstext, Boat Inventory, die wichtigsten Sachen. Hat er auch genau abgefragt, alles, was da an Bord ist. Und dann kann man unten Continue to Photos. Und dann halt lange, lange, lange Liste. Ist unbeschränkt gewesen eigentlich, was wir da an Bildern hochgeladen haben. Und genau, also verrückt. Aber manchmal sind es so kleine Börsen, wo man Erfolg hat. Und man sah viele Boote, die dann auch ruckzuck verkauft waren darüber, weil sich das inzwischen rumspricht da. Komisch, aber verrückt. So, Fotos für die Annonce sollte man natürlich mit einer guten Kamera machen. Die Handys machen das meist heute auch. Unsere iPhones und so weiter, was sie oder auch andere Smartphones, was die alles an Bildern machen können, können schon wirklich einiges. Weitwinkel ist manchmal hilfreich, aber nicht unbedingt ein Fischei. Also am besten nicht und auch nicht übertreiben. Also es gibt Leute, die inserieren ihr Boot nur mit GoPro-Fotos und das sieht dann alles irgendwie kacke aus, wenn das alles so weit gezerrt ist oder so. Sinnvoll genutzt. Jetzt die neuen iPhones, die können sogar Weitwinkel bis 0,5, glaube ich, der Ding, also können so ein bisschen zurückdrehen. Und das ist echt super für Innenaufnahmen. Aber nicht übertreiben. Also reine GoPro-Fotos oder sowas, Es sieht halt nicht die realistisch genau, aus, die taugen nichts. Man gleich. möchte ja irgendwie den Käufer da reinholen an Bord. Und das sieht dann gleich ganz anders aus irgendwie. Also nicht realistisch zumindest. Gute Beleuchtung ist wichtig, Scheinwerfer, Lampe oder was auch immer, aber keine Spiegelung. Da zeige ich gleich noch ein paar Bilder. Also möglichst nicht einfach irgendwo in den Raum reinblitzen, weil dann leuchtet gerade Mahagoni-Innenausbau, ist ja meist klar lackiert, das blitzt dann zurück, so quasi. Und das sieht kacke aus. Alles auf- und ausräumen, habe ich ja gesagt, als wäre Übergabetermin. Also echt so möglichst schier das Ganze. Jetzt muss ich mal unser Bild wieder runterziehen. Gut aufgepasst. Gerade diesmal kurz weg, weil Hey! da kommen noch mehr Texte. Ich Genau. kann dir auf die Pelle rücken. Unter Umständen dekorieren. Das jetzt nicht übertreiben. Also keine Efeu-Zweige oder sonst was, damit es nicht zu leer ist. Also ein paar Bücher reinstellen oder sowas. Bücher kleiden immer. Ich habe auch schon Bilder gesehen, da war der Tisch gedeckt und eine Flasche Rotwein. Das ist auch vielleicht ein bisschen übertrieben. Aber so, dass es nicht zu kahl und nackig aussieht wie eine Turnhalle oder irgendwie so. Also so ganz dezent oder irgendwie Logbuch auf dem Tisch oder sowas. Das ist okay. Oder viele stecken die Yacht auch immer irgendwo rein, in die Taschen oder in die Schwalbennester oder sowas. Das kleidet auch immer. So, Foto-No-Gos. Mit Beispielen, Mit ja. Beispielen, Das ja. ist gut. Das war unsere Fellowship 27, Ja. als wir die gekauft haben. Das ist echt, also solche Bilder sieht man aber auch wirklich oft. Das ist erstmal nichtssagend und auch noch abschreckend irgendwie. Viel zu dunkel, das sind Bilder, die ich geschossen habe, nur so für mich, ne? Aber sowas sieht man manchmal wirklich als Annonce. Man möchte, also erstmal muss man da so ein bisschen schaffen, zeigen, wo ist das Ganze, ne? Das würde ich jetzt vom Niedergang rein fotografieren und möglichst auch noch versuchen, irgendwie auszuleuchten. Also da in die hintere Ecke kann man irgendwie einen Scheinwerfer unter den Tisch stellen, dann ist da noch ein bisschen Licht drin oder so weiter. Schlecht. So, das habe ich jetzt nachgestellt bei uns an Bord. Das habe ich aber original so gesehen. In einem dunklen Raum, das ist jetzt auch ein bisschen nachgedunkelt, weil es leider taghell war, aber hat jemand seinen Pott, war auch nur der drauf, mit einem Feuerzeug ausgeleuchtet für das Foto, um das Schiff zu verkaufen für 30.000 Euro. Das fand ich echt gut. Ich habe so ein Bild auch schon gesehen mit Deckel offen und Pipi drin. Ohne, also nicht gelogen. Das konnte ich nicht benutzen, weil ich die Copyrights ja nicht habe. Und es ist auch ein bisschen eklig. Aber es ist War es nur unfassbar. Pipi oder? Genau. So, alles beisammen, alle Fotos geschossen, alle Daten gesammelt. Dann geht es jetzt ans Inserieren, ganz zum Schluss, wenn man das alles gemacht hat und nicht vorher. So, ich glaube, das war's zusammenfassend. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Mit Kati abgesprochen, gibt es nächsten Samstag den Vortrag wie vom Motorrad aufs Quad, unser Umstieg vom Einrumpfer auf den Katamaran. Merkt euch das. Nächsten Samstag, 2. Mai, 20:20 Uhr. Das ist nicht nur eine Sache für Katamaran-Interessierte, sondern auch für Einrumpfsegler, weil man fragt sich natürlich, wir sind ja eigentlich Einrumpfsegler und auch von Herzen irgendwie und haben uns plötzlich auf dem Katamaran wiedergefunden.
und wussten gar nicht so richtig, ob uns das gefällt oder nicht. Und das ist halt so ein Basic im Prinzip über die, erstmal über die Geschichte, die Entwicklung von Katamaran so ein bisschen und warum das gerade so ein Trend ist, was dafür spricht und was nicht und wie sich das überhaupt anfällt, ob es nur Vorteil ist oder Nachteil ist, ob der Kat nur das bessere Boot ist oder nicht. Und da könnt ihr ganz gespannt sein.